in diesen Tagen und in den letzten Wochen und Monaten, vor allen Dingen im Zusammenhang mit dem schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und dort gibt es ja auch unterschiedliche kirchliche Positionierungen dazu, von unterschiedlicher Ausrichtung. Wir haben das Thema des heutigen Abends schon vor langer Zeit ausgesucht, schon im Jänner, also bevor der Krieg begonnen hat, mit Blick vor allen Dingen auf die Entwicklungen in Nordmazedonien, aber auch in Montenegro, wo es unterschiedlich gelagerte Bemühungen um Autokephalie, Eigenständigkeit der dortigen orthodoxen Kirchen gab und gibt und wo seitdem, was wir nicht vorausgesehen haben, anders als die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine, einige sehr positive Entwicklungen stattgefunden haben, auf die wir noch näher zu sprechen kommen werden. Bevor ich jetzt mehr sage, möchte ich zunächst die beiden, den Präsidenten und den Vorsitzenden der beiden kooperierenden Veranstalter des heutigen Abends um ihre Grußworte bitten. Zunächst Herrn Rektor Faulhammer, den Rektor der Donau-Uni Krems, der als geschäftsführender Vorsitzender des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa die Nachfolge des im Frühjahr ganz plötzlich verstorbenen Vizekanzler AD Dr. Busek übernommen hat, der eigentliche Ideengeber für die Veranstaltung am heutigen Abend war. Herr Rektor, ich darf Sie um Ihr Grußwort bitten. Ja, vielen herzlichen Dank. Einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich sehr, im Namen des Vorstandes des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa Sie hier sehr herzlich begrüßen zu dürfen bei dieser gemeinsamen Veranstaltung mit Pro Oriente. Es wurde schon erwähnt, diese Veranstaltung ist entstanden, die Idee für diese Veranstaltung entstanden, gemeinsam von unserem geschätzten Vorsitzenden Erhard Busek, gemeinsam mit unserem Generalsekretär Magister Krauchenberg und gemeinsam mit Pro Oriente dieses Thema der Orthodoxie in den Mittelpunkt zu rücken als ein ganz relevantes Phänomen des Zusammenlebens und auch des Zusammenwirkens in Südosteuropa. Das IDM beschäftigt sich ja mit verschiedensten Formen der Entwicklungen in Südosteuropa, im Donauraum, und ich glaube, es war ein lang gehegter Wunsch, das Thema der Orthodoxie in den Blick zu nehmen. Und es ist natürlich außerordentlich traurig, dass es Erhard Busek nicht mehr vergönnt war, selbst auch an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Aber als ich in diese Rolle des geschäftsführenden Vorsitzenden kam und konfrontiert wurde mit dem Plan, da haben wir doch eine Veranstaltung vorgesehen, dann habe ich natürlich sofort sehr unterstützt, dass wir diese Veranstaltung vorantreiben und gemeinsam durchführen wollen. Und wir wollen uns daher erstmalig in diesem Kontext mit der Situation der orthodoxen Kirche im Donauraum beschäftigen. Und wie schon erwähnt wurde, der furchtbare Krieg, der hier über die Ukraine gekommen ist, hat dem natürlich noch eine bedeutende Rolle verliehen, die wir damals, als diese Ideen entstanden sind, gar nicht ahnen konnten. Aber vielleicht darf ich auch noch einen Aspekt einbringen. Man könnte jetzt sagen, das ist ein Phänomen in Südosteuropa, im Donauraum, und jetzt nicht so sehr ein Phänomen, das uns auch in Österreich tangiert. Aber gerade kürzlich war zu lesen, dass die Entwicklung der Religionsgesellschaften in Österreich eine unterschiedlich dynamische ist, um es höflich auszudrücken, während im Bereich der katholischen Kirche oder auch der evangelischen Kirche die Zahlen eher, ich sage es jetzt höflich, stagnieren bis zurückgehen, sind sehr bemerkenswerte Entwicklungen im Bereich der Orthodoxie zu beobachten. Und so wurde etwa ausgewiesen, dass in den letzten 20 Jahren die Entwicklung der Orthodoxen in Österreich sich, wenn auch auf niedrigem Niveau, verdoppelt hat, nämlich von 2,2% auf 4,9%. Das heißt, wir sehen hier eine deutliche Dynamik im Vergleich zu anderen Religionsgemeinschaften, und ich glaube, das ist daher für uns auch hier in Österreich ein außerordentlich interessantes Thema, und ich bin schon sehr gespannt auf den Austausch hier mit Ihnen gemeinsam. Ich möchte mich wirklich sehr herzlich auch bedanken bei unserem Partner Pro Oriente, dass wir das auch hier in diesem Setting hier durchführen können. Ich habe mich jetzt erinnert daran, dass ich in meinem früheren Leben, ich war mal Beamter im Wissenschaftsministerium,
auch eine Zeit lang Vertreter des Ressorts in der Stiftung Pro Oriente war und mich her zu dieser Zeit auch mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen konnte. Ich freue mich sehr, dass uns der Weg in dieser Weise wieder zusammengeführt hat. Ich danke für die Vorbereitung, für die Organisation, bedanke mich bei allen, die bereit sind, hier vor Ort und auch online zugeschaltet an unseren Diskussionen teilzunehmen. Und natürlich vor allem auch bedanke ich mich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr Interesse. Und damit bin ich schon so gespannt, wie Sie alle auf die inhaltliche Diskussion und freue mich auf den gemeinsamen Abend. Dankeschön. Ja, nun darf ich den Präsidenten der Stiftung Pro Oriente, Botschafter Dr. Alfons Kloss, um sein Grußwort bitten. Vielen Dank, lieber Bernd. Exzellenz, lieber Bischof André, lieber Professor Moga, sehr verehrter Herr Rektor und Partner dieses Abends, Magnificenz Faulhammer, es ist schon besprochen worden, wie sehr diese Veranstaltung unmittelbar mit der Person von Eduard Buseck verbunden ist. Und dass er die Idee genau zu diesem Abend geboren hat und schon sehr initiativ auch vordiskutiert hat, war für uns in einem gewissen Maße ein Vermächtnis. Damals schon hat er gemeint, dem wichtigen Faktor der Religionen würde im politisch-gesellschaftlichen Diskurs viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Und in seiner betont vorwärtsschauenden und inspirierenden Art hat er einfach gemeint, so, das ist der Moment, jetzt machen wir sowas gemeinsam. Wir sind sozusagen mit ihm den halben Weg gegangen und freuen uns, dass wir ihn jetzt vollenden können. Denn ich sage das auch ganz bewusst, weil ich auch in meiner Karriere im Auswärtigen Amt viele persönliche Begegnungen schon ganz früh mit ihm gehabt hat an manchen Ecken der Welt. Wir empfinden umso größer auch die Lücke, die wir seit seinem Tod spüren, menschlich, fachlich, aber auch als Motivation und Perspektive gebender Freund. Und, das muss ich schon auch, will ich auch betonen, als Vorbild einer christlich in der Gesellschaft engagierten Persönlichkeit. Ich erinnere mich, wie bereits gesagt, an einige Gespräche mit ihm, wo er immer gesagt hat, wir in der Politik dürfen nicht Analphabeten in der Religion sein. Uns muss bewusst sein, wie sehr das kulturelle und religiöse Umfeld konkrete Abläufe auch, die die Politik bestimmen können, determinieren. Und diesem Gedanken, auch diese Verbindung zu schaffen zwischen einer Aufmerksamkeit für die Religion und auch dem Funktionieren der Gesellschaft und der Politik, fühlt sich auch Pro Oriente in seiner vielfältigen Dialogarbeit mit den orthodoxen und orientalisch-orthodoxen Kirchen verpflichtet. Und daher freut es uns sehr, dass wir heute vier ausgewiesene Expertinnen und Experten als Mitwirkende an dieser Veranstaltung gewinnen konnten. Und ein besonderer Dank gilt natürlich dem Schottenstift, dass sie uns diesen wunderschönen Saal auch zur Verfügung gestellt hat. Ich will nur ganz kurz die vier Persönlichkeiten präsentieren. Exzellenz, sehr geehrter Bischof André, als zuständiger Bischof der Serbisch-Orthodoxen Kirche in Wien, haben Sie von Anfang an ein sehr großes Interesse an dieser Veranstaltung und ihrer Thematik gezeigt. Sie waren ja auch persönlich bei dem ersten Vorbereitungstreffen mit Dr. Buseck noch dabei und daher freuen wir uns, dass gerade Sie auch hier die Kontinuität dieser Idee mittragen. Und Bernd Musinghoff hat es schon erwähnt, als ein besonders positives Element der letzten Wochen in der Region gibt es ja die Entwicklungen um die mazedonische Orthodoxie, zu der Sie uns sicher wichtige Einblicke geben werden. Sehr geehrte Frau Dr. Pavlovic, als Expertin für Fragen betreffend die mediale Wahrnehmung der orthodoxen Kirchen, speziell im deutschsprachigen Raum, sind Sie uns heute Abend aus Nürnberg zugeschaltet und wir danken auch Ihnen für Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung und heißen Sie über die vielen Kilometer sehr herzlich willkommen.
Sehr geehrter lieber Herr Professor Moga, Sie sind ja vielen von uns als jemand, der orthodoxe Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Wien lehrt, bestens bekannt und hochgeschätzt. Und wir freuen uns auf Ihren Beitrag, indem Sie aus systematisch-theologischer Perspektive einen Blick auf die aktuelle Situation der Orthodoxie in Südosteuropa werfen werden. Herzlich willkommen. Und last but not least danke ich auch Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Anapliotis, für Ihre Bereitschaft zur Mitwirkung an der heutigen Veranstaltung. Als in München lehrender Experte für orthodoxes Kirchenrecht sind Sie uns am heutigen Abend auch online zugeschaltet und werden mit einem kirchenrechtlichen Zugang zur Thematik die Reihe der Beiträge eröffnen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, die aktuelle Situation in Europa mit dem grausamen Krieg gegen die Ukraine in unserer unmittelbaren Nachbarschaft bedrückt uns alle. Wir fragen uns, wie kann es sein, dass nach all den traurigen Lehren des letzten so blutigen Jahrhunderts wieder hier in Europa eine Aggression gegen einen selbstständigen Staat vom Zaun gebrochen werden kann. In dieser Diskussion ist auch die Rolle der Kirchen in der öffentlichen Wahrnehmung ein großes Thema. Zum einen der Kirchen in der Ukraine selbst, wo sich alle Verantwortlichen der Kirchen und Religionsgemeinschaften deutlich gegen den Krieg ausgesprochen haben und ihren Gläubigen in dieser so schwierigen Zeit beistehen wollen. Ist es nicht das Wesen der christlichen Botschaft, für den Frieden und gegen die Gewalt einzustehen? Zum anderen erscheint es uns daher umso schwerer zu verstehen und geradezu verstörend, die Haltung des Moskauer Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche zur Rechtfertigung dieses Angriffskrieges. Und an dieser Stelle würde ich auch gerne den Linzer Diözesanbischof Scheuer zitieren, der ja unter anderem auch für die Ökumene verantwortlich ist. Nach seinen Worten soll die Kirche sozusagen die Friedensbewegung Gottes auf Erden sein. Diesem Satz will sich auch Pro Oriente in seiner täglichen ökumenischen Arbeit verpflichtet fühlen. Wir wollen für den Brückenschlag mit den Kirchen des Ostens arbeiten, für ein gemeinsames Unterwegssein als Beitrag zur gesellschaftlichen Verständigung, zu Frieden und zu Versöhnung. Je schwieriger die Zeiten sind, desto wichtiger ist wohl dieses gemeinsame Wirken der Christen. Denn als solche sind wir alle in gleicher Weise auf der Basis des Evangeliums gefordert. Schließen möchte ich mit einer Aufforderung, die uns Papst Franziskus oft in seinen Betrachtungen mitgibt und die mir auch ganz im Sinne unseres verstorbenen Ideators und Freundes und langjährigen Mitglieds von Pro Oriente Erhard Busseck zu sein scheint. Der Papst spricht in komplexesten Situationen zum Schluss dann davon: Andiamo avanti. Machen wir weiter. Gehen wir in unserem Engagement voran. Ja, das wollen auch wir gemeinsam mit IDM, und wir sind besonders dankbar für die Kooperation, mit Veranstaltungen wie der heutigen tun. Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt gemeinsam auch mit den Partnern von IDM überlegt, eine Minute in Stille, Gebet und großer Dankbarkeit für Erhard Busseck halten können. Vielen Dank. Ich freue mich jetzt wieder zurück übergeben zu können an unseren Generalsekretär mit der Moderation und bin schon sehr gespannt auf den Abend.
Vielen Dank, Botschafter Dr. Kloss, lieber Alfons. Ja, wie schon erwähnt, im Jänner saßen wir noch zusammen mit Dr. Busek und haben überlegt, wie man die Veranstaltung anlegen könnte. Anfang Mai dann war zu vernehmen, dass der Heilige Synod des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel bekannt gegeben hat, dass das Schisma, die Trennung mit der makedonisch-orthodoxen Kirche, geheilt sei und dass die weiteren Schritte zwischen der serbisch-orthodoxen Kirche, von dem sich diese Kirche in den 1960er Jahren nicht ohne politische Einflussnahme der damaligen jugoslawischen Regierung getrennt hatte, abgestimmt würden. Und wenige Wochen später fand dann am 24. Mai ein Versöhnungsgottesdienst statt, den Patriarch Porphyrie von der serbisch-orthodoxen Kirche und Erzbischof Stefan von der makedonisch-orthodoxen Kirche mit vielen Gläubigen und weiteren Bischöfen und Priestern gemeinsam gefeiert haben. Und inzwischen ist auch der Tomos, mit dem die Autokephalie verliehen wurde, offiziell durch den serbisch-orthodoxen Patriarchen Porphyrie verliehen worden. Wir haben uns überlegt, dass dieses Thema Autokephalie schon ein bedeutendes Element der Struktur der orthodoxen Kirche, der orthodoxen Kirchen ist, und haben deshalb auf Vorschlag, das darf ich ja erwähnen, Exzellenz von Bischof André, Herrn Dr. Dr. Anagyros Anapliotis kontaktiert, der als Theologe und Jurist und als ausgewiesener orthodoxer Kenner des Kirchenrechts uns als der geeignete Ansprechpartner erschien. Herr Dr. Anapliotis hat im Jahr 2000 im Fachgebiet Bioethik an der Universität Athen promoviert und im Jahr 2002 an der Juristischen Fakultät der Universität München im Fachbereich Staatskirchenrecht noch eine Dissertation abgegeben. Er ist in den Jahren 2001 bis 2006 wissenschaftlicher Assistent bei der Ausbildungseinrichtung für orthodoxe Theologie der Universität München gewesen. Neben einigen anderen, zahlreichen anderen Tätigkeiten, auf die ich jetzt nicht alle im Einzelnen eingehe. Leider ist Herr Dr. Anapliotis nicht nur verhindert gewesen, heute hierher zu kommen, sondern auch noch an Corona erkrankt. Und so wünschen wir ihm an dieser Stelle von Wien aus alles, alles Gute, Gottes Segen, baldige Genesung und danken Ihnen umso mehr, dass Sie dennoch sich bereit erklärt haben, Ihren Vortrag heute zu halten und Ihren Beitrag mit uns zu teilen. Ich darf Sie nun um Ihr Wort bitten. Herzlichen Dank. Exzellenz, sehr geehrte Organisatoren, diese Tagung, sehr geehrte Herr Musinkow, vielen, vielen Dank für die freundliche, einleitende Worte. Es ist für mich eine Ehre und eine große Freude, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und die Autokephalie, eine wichtige Institution der orthodoxen Kirche, kirchenrechtlich ein wenig zu erklären. Vielen Dank und ich beginne mit einer Entschuldigung, dass ich ab und zu husten muss, weil ich leider seit 3 Tagen Corona habe und es ist ein bisschen mühsam momentan. Aber ich freue mich sehr, dass ich auch auf diese Weise teilnehmen kann und auch diese bekannten Gesichter wieder sehen kann. Die Autokephalie in der orthodoxen Kirche. Die orthodoxe Kirche des byzantinischen Ritus ist eine Gemeinschaft von selbstständigen Kirchen, die im östlichen Teil des Römischen Reiches bzw. in dessen Peripherie entstanden sind oder von dort missioniert wurden, wobei orthodox wörtlich den rechten Glauben beziehungsweise den richtigen Lobpreis Gottes, Doxa, bedeutet. Jede orthodoxe Kirche, können Sie mein Bildschirm sehen? Ja,
Ja, wir sehen gut. Ja. Jede orthodoxe Kirche ist eine vollständig selbstständige, sprich autokephale Kirche. Autokephalie bedeutet hierbei eine Freiheit in inneren Angelegenheiten, die sich im Recht der eigenen Gesetzgebung, Statuten und Satzungen, unabhängige Rechtsprechung und Verwaltung manifestiert, gewährleistet auch durch die Unabhängigkeit der Hierarchie einer Kirche von jeder anderen orthodoxen Kirche. Wie Sie im Bild sehen, jede autokephale Kirche ist frei in ihrer Verwaltung, auch in ihrer Hierarchie, in ihrer Gesetzgebung, Statuten und Satzungen und in ihren Gerichtsorganisation und Gerichtsbarkeit. Jede autokephale Kirche hat aber eine Bindung nach außen, nämlich eine Pflicht an die Bewahrung des gemeinsamen überlieferten dogmatischen Glaubensgutes, der gemeinsamen Liturgie und Sakramentenlehre, die sich in der Pflege der über die Jahrhunderte bewahrten liturgischen Tradition und der gegenseitigen liturgischen Kommemoration der Vorsteher der Lokalkirchen widerspiegelt, sowie des gesamten kanonischen Rechts, welches immer erste Instanz vor der lokalen Gesetzgebung ist. Eine autokephale Kirche ist im vollen Sinne eine heilige, katholische und apostolische Ortskirche und deshalb unabhängig und selbstständig. Sie sehen praktisch die drei Elemente, die gemeinsam für die ganze Orthodoxie sind: Glaube, Liturgie und kanonisches Recht, und die drei Elemente, die praktisch die verschiedenen autokephalen Kirchen unterscheiden: Verwaltung, Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit. Nach der klassischen Formulierung von Nikodim Milas, verstorben 1915, der Autokephalie. Zitat: Wenngleich die Kanones die Selbstständigkeit der Partikularkirchen anerkennen, so gestalten sie mit Rücksicht auf die Einheit der Kirche doch nicht, dass in diese Partikularkirchen erstens eine neue Glaubenslehre geschaffen oder die allgemeine Lehre in irgendeiner Beziehung vernachlässigt werde. Zweitens, dass in der Kircheverwaltung von den fundamentalen Gesetzen der allgemeinen Kirchen abgewichen werde. Drittens, dass Neuerungen in dem eingeführt werden, was durch die apostolische Tradition geheiligt erscheint und durch Jahrhunderte in der Kirche bewahrt wurde. Viertens, dass die geistliche Einheit mit den übrigen Kirchen aufgehoben wurde, und fünftens, dass die lokale Rechte und Gebräuche der übrigen Kirchen verletzt werden. Zitat Ende. Auch die interorthodoxe Vorbereitungskommission für die Heilige und Große Synode, die in Kreta stattgefunden hat, hat im November 1993 die ekklesiologischen, kanonischen, pastoralen und praktischen Dimensionen der Institution der Autokephalie in der orthodoxen Kirche sehr zutreffend definiert. Ich zitiere die Definition der Interorthodoxen Vorbereitungskommission von 1993. Zitat: Die Institution der Autokephalie drückt in authentische Weise eine der wesentlichen Sichtweisen der orthodoxen ekklesiologischen Tradition über die Beziehungen der lokalen zu weltweiten Kirchen Gottes aus. Diese tiefe Beziehung
der kanonischen Institution der kirchlichen Autokephalie, zur orthodoxen ekklesiologischen Lehre über die lokale Kirche, erklärt sowohl die Empfindsamkeit der einzelnen autokephalen orthodoxen Kirchen bei der Behandlung der bestehenden Probleme bezüglich der reibungslosen Funktion der Institution, als auch deren Wunsch, selbst für die Einheit der orthodoxen Kirche beizutragen. Die Perichorese zwischen lokal und weltweit, Örtlichkeit und Ökumenizität, welche sich aus der orthodoxen Ekklesiologie konsequent ergibt, bestimmt die liturgische Beziehungen zwischen der verwaltungsmäßigen Organisation und der Einheit der Kirche. Zitat Ende. Die Einheit der Orthodoxie wird auf diese Weise durch Glaube, Liturgie und kanonisches Recht gewährleistet und auch in der liturgischen Kommemoration durch die sogenannten Diptychen, vom altgriechischen Adjektiv Diptychon, doppelt gefaltet, sichtbar. Bei den Diptychen handelt sich um liturgische Namenslisten der Vorsteher der selbstständigen Kirchen, die von den jeweils anderen Vorsteher kommemoriert werden. Das einzige Haupt der Orthodoxie ist Jesus Christus selbst, mit dem alle Glieder der Kirche mystisch verbunden sind. In der sichtbaren Orthodoxie nimmt in der Reihenfolge der Diptychen der ökumenische Patriarch von Konstantinopel den ersten Platz ein. Ihm werden für gewöhnlich gewisse Privilegien, insbesondere bei der Einberufung von panorthodoxen Konzilien und Kommissionen und bei panorthodoxen Entscheidungen zugesprochen. Seine Stellung ist aber nicht mit der des Papstes in der katholischen Kirche vergleichbar. Die kanonische Bezeichnung für den ökumenischen Patriarch ist Primus inter pares, der Erste unter Gleichen. Heute gibt es noch 14 panorthodox, das heißt von allen anerkannten Kirchen. Die vier alten Patriarchate, Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem. Die neuen Patriarchate, Russland, Serbien, Rumänien, Bulgarien, Georgien, und die weiteren autokephalen Kirchen, Zypern, Griechenland, Polen, Albanien, Tschechien und Slowakei. Die Patriarchate wurden aufgrund ihrer historischen Bedeutung oder Größe in diesem Rang durch ein Patriarchal- und Synodaltomos des Ökumenischen Patriarchates erhoben. Den restlichen fünf Kirchen, die auch vom Ökumenischen Patriarchat programmiert wurden, steht ein Erzbischof vor, Zypern, Griechenland, Albanien, oder ein Metropolit, Polen, Tschechien und Slowakei. Es existieren zwei weitere Kirchengemeinschaften, die nur von einigen der anderen 14 Kirchen in den Diptychen aufgenommen wurde. Die Orthodoxe Kirche Amerikas, Orthodox Church of America, OCA, erhielt 1970 ihre Autokephalie vom Patriarchat von Moskau, ist panorthodox, nicht von den anderen Kirchen anerkannt, pflegt jedoch Liturgiegemeinschaft mit vielen anderen Kirchen. Die Orthodoxe Kirche in der Ukraine wurde 2019 vom Patriarchat von Konstantinopel durch die Vereinigung zweier früher schismatischen Gemeinschaften. Bislang haben die griechischsprachige autokephalen Kirchen den Vorsteher
diese neue Kirchenorganisation in ihren Diptychen aufgenommen. Die mazedonische orthodoxe Kirche erklärte sich 1967 für autokephal. Sie war lange Zeit von keiner orthodoxen Kirche anerkannt. Im Jahr 2017 wurde seitens der mazedonischen Kirche der Versuch unternommen, ihren Einzug in die Familie der orthodoxen Kirchen über die bulgarische orthodoxe Kirche zu verwirklichen. Im Mai 2022 nahm sie den Dialog und bald darauf die liturgische Gemeinschaft mit dem ökumenischen Patriarchat und mit der serbischen orthodoxen Kirche wieder auf. Die serbisch-orthodoxe Kirche hat bereits angekündigt, die mazedonische Kirche in die Autokephalie zu verleihen. Und wie auch erwähnt wurde, wurde auch der Tomos der Autokephalie bereits von Patriarchat Porphyrii verliehen. Infolge des Krieges in der Ukraine, das ist auch eine parallel neue Entwicklung. Infolge des Krieges in der Ukraine hat die autonome Kirche, die autonome ukrainische Kirche des Moskauer Patriarchates jetzt, nicht die autokephale Kirche der Ukraine vom Ökumenischen Patriarchat, sondern die autonome Kirche, die ukrainische Kirche des Moskauer Patriarchats, ebenfalls im Mai 2022 ein Lokalkonzil abgehalten, auf dem, Zitat, die vollständige Unabhängigkeit von der russischen orthodoxen Kirche, Zitat Ende, verkündet worden ist. Beinahe alle Kennzeichen einer Autokephalie, wie die Herstellung des eigenen Mirons, eigene Gemeinden in der Diaspora, wurden von den Konzilsteilnehmern der ukrainischen Kirche des Moskauer Patriarchates befürwortet. Der neue Status der ukrainischen Kirche ist derzeit noch offen, da noch kein Statut veröffentlicht ist. Unwahrscheinlich ist, dass der Vorsteher der Kirche die anderen autokephalen Vorsteher um Aufnahme in den Diptychen bitten wird. Erst in diesem Fall ließe sich von einer Autokephalie-Selbstproklamation sprechen. Das heißt, hier haben wir die letzten Wochen ein bizarres Phänomen. Onufri, das heißt der Vorsteher der autokephalen Kirche, der autonomen Kirche, die praktisch ihre Selbstständigkeit erklärt hat, kommemoriert die anderen Vorsteher, will aber selbst nicht kommemoriert werden nach dem Diptych. Das Moskauer Patriarchat hat bis jetzt nicht das eigene Statut auch nicht geändert. Die Proklamation der Autokephalie. Ich komme zurück auf den Text von 1993. Wie oben erwähnt wurde, wurde im Jahr 1993 im Rahmen der Vorbereitungsarbeit zum Konzil auf Kreta von 2016 ein Text zur Autokephalie-Proklamation veröffentlicht. Für einige Zeit sind es, dass diese Kirchen den Text approbieren. Das Dokument sieht folgende Vorgehensweise vor. Erstens. Die Prüfung des Wunsches nach Autokephalie einer kirchlichen Einheit durch ein Landeskonzil der Mutterkirche hinsichtlich des Vorliegens von ekklesiologischen, kanonischen und pastoralen Voraussetzungen für ihre Entlassung in die Autokephalie. Zweitens, die Unterbreitung des entsprechenden Vorschlags an das Ökumenische Patriarchat
dass wiederum die anderen autokephalen Kirchen um Zustimmung zu bitten hat. Die panorthodoxe Zustimmung wäre durch die Einmütigkeiten der Synoden der autokephalen Kirchen erreicht. Drittens, die Proklamation der Autokephalie durch den ökumenischen Patriarchen mehr oder minder im Eigenregie. Im Fall der Autokephalie-Proklamation der Ukraine aus verständlichen Gründen wurde praktisch dieser Text nicht in Anwendung gekommen, durchaus aber in der Proklamation der autokephalen Kirchen der Tschechien und Slowakei. Neben diesen autokephalen Kirchen gibt es noch autonomen Kirchen. Gibt es noch autonomen Kirchen mit einer weitgehenden Selbstständigkeit, die jedoch eine autokephale Mutterkirche unterstellt sind, die das Recht der Bestätigung bzw. der Wahl ihrer Herrschhierarchen ausübt. Im Rahmen des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel sind dies die Kirche von Finnland und die Estnische Apostolische Orthodoxe Kirche, während letztere in der Orthodoxie nicht von der russischen Kirche anerkannt wird. Kirchen mit weitgehenden Selbstständigkeiten im Rahmen des Patriarchats von Russland sind außer der Ukraine die autonome Kirche von Finnland und die autonome Kirche von China und Japan, die sogenannten selbstverwaltenden Kirchen von Lettland, Moldau und Estland, die selbstverwaltende russisch-orthodoxe Kirche im Ausland, das sogenannte Exarchat der orthodoxen Gemeinden russischen Tradition in Westeuropa sowie das weißrussische und das südostasiatische Exarchat. Die sogenannte autonome und altkalendarische Metropolie von Bessarabien ist eine autonome Kirchenstruktur im Rahmen des Patriarchates von Rumänien. Folgende größere Kirchenstrukturen befinden sich außerhalb jeglicher liturgischer Gemeinschaft mit den anderen orthodoxen Kirchen, die sogenannten unkanonischen Kirchen. Die sogenannte montenegrinische orthodoxe Kirche, die nach dem Jugoslawienkrieg und im Zuge der Unabhängigkeit Montenegros 1993 gegründet wurde, sei teilweise mit schismatischen, mit häretischen Argumenten. Zahlreiche mittelgroße und kleinere altkalendarische Kirchengemeinschaften, vor allem in Griechenland und Rumänien, aber auch weltweit, die durch die Einführung des gregorianischen Kalenders in der Mutterkirche abgespaltet wurden. Und die Gemeinschaft der Altgläubigen in Russland, die im 17. Jahrhundert aufgrund der Liturgiereform abgespalten wurde. Alle orthodoxen Kirchen byzantinischer Tradition werden bischöflich synodal verwaltet und in keine Kirche kann der Vorsteher grundlegende Entscheidungen ohne die bischöfliche Zustimmung treffen. Sehr wichtig sind die Kanones 34 der Apostel und 9 von Antiochien. Ich zitiere: Die Bischöfe eines jeden Volkes oder eine jede autokephale Kirche ist gemeint, oder so wird interpretiert, sollen den Ersten unter sich anerkennen und ihn das Hauptkephalin ansehen. Sie sollen ohne seine Meinung nichts Außergewöhnliches tun. Ein jeder aber soll nur das tun, was sich auf sein Bistum und die Gemeinden dort bezieht. Aber auch jene, der Erste, soll nicht ohne die Meinung alle etwas tun. Denn nur so wird Eintracht herrschen und Gott durch den Herrn im Heiligen Geiste verherrlicht.
Diese Kanone spielen für die Autokephalie eine sehr zentrale Rolle und die sind in allen Statuten der autokephalen Kirchen zitiert. Das ist die kanonische Basis der Autokephalie und der Beziehungen des Protos, des Vorstehers mit der Bischofssynode. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Anapliotis. Ich muss noch nachtragen. Ich habe gesagt, was Sie bis 2006 gemacht haben, aber vergessen, was Sie gegenwärtig tun. Sie sind seitdem als akademischer Rat weiterhin in München an der Ausbildungseinrichtung für orthodoxe Theologie tätig. Diese Information fehlte noch. Vielen Dank. Wenn nicht unmittelbare, reine Verständnisfragen sind, würde ich darum bitten, die Fragen, die es jetzt vielleicht inhaltlicher Art gibt, noch ein bisschen abzuspeichern und zu behalten und würde nun zunächst den assoziierten Professor Dr. Johann Moger um seinen Beitrag bitten. Zuvor will ich aber auch noch ein paar Worte über ihn sagen. Johann Moger hat ebenfalls in München orthodoxe Theologie studiert, hat im Jahr 2009 seine Promotion im Fach Systematische Theologie eben dort bei Professor Dr. Anastasios Fletsis abgeschlossen. Thema der Dissertation Kirche als Braut Christi zwischen Kreuz und Parousie, die Ekklesiologie Hans-Urs von Balthasars aus orthodoxer Sicht. Seine Habilitation hat er im Jahr 2019 vollendet. Thema orthodoxe Selbst- und Fremdbilder, Identitätsdiskurse der rumänischen orthodoxen Theologie im Verhältnis zur römisch-katholischen Kirche von 1875 bis 1989. Seit Juni 2021 ist Johann Moger assoziierter Professor für orthodoxe Theologie und Mitglied der Personengruppe der Professoren und Professorinnen hier an der Wiener Theologischen, Katholisch-Theologischen Fakultät. Und er ist seit 2005 zudem auch Priester der rumänischen orthodoxen Kirche, Gemeindepfarrer im 15. Bezirk hier in Wien und auch Vorsitzender der vor kurzem neu errichteten rumänisch-orthodoxen Kirchengemeinde von Ostösterreich, falls das der richtige Name ist. Lieber Johann, ich darf dich um deinen Beitrag bitten. Vielen Dank auch für die Einladung, Exzellenzen, Hochwürden, Magnifizenz, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von hier und auch im virtuellen Bereich. Wir waren einige Jahre Bürokollegen mit Anagiros, deshalb freue ich mich, dass wir hier zu zweit hier diese Kurzvorträge halten können. Durch den gestarteten synodalen Prozess innerhalb der römisch-katholischen Kirche hat Papst Franziskus einen Begriff etabliert, der bis vor ein paar Jahren nur von Expertinnen und Experten verstanden und benutzt wurde, der Begriff Synodalität. Im deutschsprachigen Raum bedient sich der sogenannte synodale Weg, der grundlegende kirchliche Reform beabsichtigt, desselben Begriffs. Verwechslungen zwischen den zwei Projekten machen die Runde. Inzwischen ist der Begriff Synodalität zu einem regelrechten Containerbegriff, wie man das heute sagt, geworden. Je nach Kontext, nach Ausrichtung und Profil wird er mit ganz unterschiedlichen Konnotationen beladen. So packt man hinein alles, was noch halbwegs modern im ermüdeten Christentum zu sein scheint: Kreativität, Dynamik, Präsenz des Heiligen Geistes, Offenheit, parlamentarische Debattenkultur, partizipative Energie und vieles mehr packt man einfach hinein und man erhofft sich natürlich sehr vieles. Ein Beispiel: im Vademecum für die Synode zur Synodalität, das von Rom an alle römisch-katholischen Diözesen weltweit geschickt wurde, als methodische Grundlage für den Konsultationsprozess, der jetzt zu Ende geht, heißt es mehrfach, Synodalität ist ein Stil, eine Haltung. Ich zitiere, ein neuer Stil der Gemeinschaft, der Teilhabe und der Sendung der Kirche.
Das klingt schön, allerdings pflegt die orthodoxe Theologie traditionellerweise einen ganz anderen Diskurs über die Synodalität. Diese ist nicht nur ein Stil, nicht nur eine Haltung, sondern charakterisiert die Verfassung der Kirche selbst. Als solche ist Synodalität unabdingbar. Die orthodoxe Kirche ist, wie wir es gehört haben, am Ende bischöflich synodal verfasst und dies unabhängig vom jeweiligen kulturellen oder persönlichen Stil, in dem diese Synodalität zum Ausdruck kommt. Sie bezieht sich im orthodoxen Kontext in erster Linie auf die Versammlung der Bischöfe. Als solche ist sie, wie der russisch-orthodoxe Diaspora-Theologe Paul Evdokimov so in den 50er, 60er Jahren schrieb, die Synodalität ist inkompatibel mit einem antihierarchischen Egalitarismus, aber auch mit einem monarchischen Autoritarismus. Schon dieser Vergleich, dieser Diskursvergleich zeigt, Synodalität ist nicht gleich Synodalität. Angesichts dieser Komplexität werde ich einige Erwartungen enttäuschen müssen, denn ich beschränke mich darauf, in aller Kürze nur einige Basics zu wiedergeben, um einen Teil, ich betone nur einen Teil, des orthodoxen Zugangs zur Synodalität verständlich zu machen. Punkt 1, Synodalität ist Teil der Tradition, Tradition ist synodal. Das Wichtigste für das orthodoxe Verständnis der Synodalität ist ihre apostolische, das heißt neutestamentliche Herkunft und ihre Verankerung in der altkirchlichen Praxis. Das sogenannte Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15, steht für die zentrale Bedeutung der Synodalität im Leben der Urkirche. Konflikte können nur in synodaler Beratung und Entscheidung gelöst werden, ja sogar missionarische Perspektiven, wie dort die Öffnung zu den Heiden, können nur im dialogischen Konsens reifen. Hier wird von Anfang an auch der Heilige Geist als Mitwirkenden in synodalen Prozessen erwähnt. Bis in den 70er Jahren bestritten römisch-katholische Theologen, dass das synodale System der alten Kirche eine apostolische, das heißt biblische Herkunft habe. Synodalität war also im klassischen interkonfessionellen Dialog das Leitmotiv der Orthodoxen. Für sie galt es immer zu beweisen, dass die Kirche schon immer in ihren dogmatischen und kanonischen Entscheidungen von Synoden geleitet wurde, nicht von Einzelpersonen, sprich vom Papst. Bis heute betont deshalb die orthodoxe Theologie die Synodalität nicht als Theorie, sondern als diachron gelebter Erfahrungsmodus der ungeteilten Kirche. Die unzähligen lokalen, regionalen und schließlich auch ökumenischen Synoden, 7, im ersten christlichen Jahrtausend zeugen durchaus von diesem Verständnis. Fest steht andererseits, dass Synoden schon damals kein Zauberrezept waren. Sie waren gegen Instrumentalisierungen seitens der politischen Macht zwar weniger anfällig als Einzelpersonen, aber nicht völlig immun. Sie lieferten auch keine automatische Garantie für die Wahrheitsfindung. Es gab bekanntlich auch heretische Synoden. Aber dennoch waren sie die bewährteste Form, um Einheit im Glauben als gemeinschaftlicher Konsensprozess zu gestalten. Weitere Kriterien wären dabei zu benennen, wie etwa die Rezeption. Aus orthodoxer Sicht ist der Rezeptionsprozess wichtiger Teil eines synodalen Prozesses und für dessen Wahrhaftigkeitsprüfung unerlässlich. Das macht die Sache natürlich wiederum kompliziert, denn Rezeption braucht Zeit und Geduld. Ich komme zum Punkt 2. Synodalität als gelebte und plurale strukturelle Praxis. Nicht nur die Vergangenheit macht das synodale Profil der orthodoxen Kirche aus, sondern auch die gelebte Art und Weise, wie bis heute die einzelnen autokephalen orthodoxen Kirche geleitet und verwaltet werden. Synodality is a matter of practice, schrieb vor kurzem der französische römisch-katholische Theologe Hervé Legrand. Ja, in der Tat, so ist es. Hier gilt es allerdings genauer zu unterscheiden.
Wie sieht Synodalität in der orthodoxen Kirche aus? Die Grundlagen haben wir jetzt geliefert bekommen, was Autokephalie und Synodalität ist. Das oberste Leitungsgremium in einer orthodoxen Kirche ist immer die Bischofssynode. Das letzte Wort hat also immer das gemeinsam Erkämpfte, Diskutierte und Entschiedene. Doch wenn man die einzelnen Statuten der autokephalen orthodoxen Kirchen vergleicht, wird eine große Diversität offenbar. Formen der Zusammensetzung, etwa auch Beteiligung der Laien, und Fragen der Zuständigkeit, der Regelmäßigkeit, der Bedeutung der einzelnen Repräsentativorgane und so weiter werden unterschiedlich gehandhabt. Das hat zum einen historisch-kulturelle Gründe, zeigt aber zugleich eine große Flexibilität, die die orthodoxe Kirche in Fragen der synodalen Praxis hat. Diese Flexibilität gibt westlichen Beobachtern immer viel zu schaffen, denn das synodale Wirken der orthodoxen Kirche folgt nicht immer den üblichen kirchenpolitischen oder religionssoziologischen Algorithmen. Ein starker Patriarch kann vielleicht manche Agenden durchsetzen, wird aber nie eine ganze Bischofssynode kontrollieren können. Er muss also immer auch mit überraschenden Gegenbewegungen rechnen. Auch dürfen Aussagen eines Patriarchen oder eines Oberhauptes nicht überbewertet werden, wenn sie nicht Bekundungen einer Synodalentscheidung sind. Synodalität kann durchaus für Staus sorgen. Das war auch das klassische Vorurteil seitens der polemischen römisch-katholischen Theologie gegenüber der Synodalität der Orthodoxen, kann aber genauso gut unerwartete Lösungen, Befreiungslösungen herbeischaffen. Das hat man auf positive Weise im Fall der sogenannten mazedonischen orthodoxen Kirche, Erzdiözese von Ohrid, gesehen. Aus meiner Sicht ein Glücksfall orthodoxer synodalen Praxis. Also, man kann sagen, Synodalität ist Motor und Bremse zugleich. Diese Flexibilität und Pluralität der synodalen Formen der orthodoxen Kirchen wird meines Erachtens leider zu wenig thematisiert. Das, was als Schwäche gedeutet werden kann, nämlich die Schwierigkeit auf Weltebene mit einer Stimme zu sprechen, ist zugleich eine Stärke in Fragen der Inkulturation. Synodalität ist unter anderem auch ein Instrument der Inkulturation. Ein Beispiel: Als der orthodoxe Metropolit Andreas von Chaguna hier oft in Wien zu Gast, im 19. Jahrhundert allerdings, die orthodoxen Rumänen in Siebenbürgen besser organisieren wollte, hat er die Laien an die Leitung der Pfarren und der Diözese mitbeteiligt, nicht nur dekormäßig, sondern aktiv mitbeteiligt. Im multikonfessionellen und multikulturellen Siebenbürgen war das die einzige Chance, um die orthodoxe Identität als ein partizipativer Prozess zu sichern. In anderen osteuropäischen Gegenden war das, die Mitbeteiligung der Laien, und ist immer noch unvorstellbar. Also, wir sehen hier die Inkulturation, ein konkretes Beispiel. Drittens, zur Theologie der Synodalität. Wir haben gesehen, die orthodoxe Kirche hat ein synodales diachrones Bewusstsein und sie kennt eine, ich würde sagen, plurale, aber starke synodale Praxis. Hat sie auch eine Theologie der Synodalität? Hier wird die Sache brenzlig. Warum? Man pflegt im traditionellen orthodoxen Diskurs über Synodalität einige Ambivalenzen, wie ich sagen würde. Sie lassen sich an einigen Gemeinplätzen oder Leitmotiven festmachen. Erstens, die Ostkirche habe keine systematische Theologie der Synodalität bzw. des Ökumenischen Konzils entwickelt, so habe ich es auch im Studium gelernt. Diese These ist im Zusammenhang mit der Rede von der Priorität einer apophatischen, das heißt mysteriumsbewahrenden Kirchenlehre zu finden. Das heißt, Kirche kann nicht definiert werden, sie ist ein gottmenschliches Mysterium, genauso auch ihre synodale Verfassung ist zwar eine unanfechtbare Realität des Kircheseins, aber sie kann nicht systematisch entfaltet werden. Das ist eine These. Eine klassische These, orthodoxe Theologie. Eine zweite ist, die ich auch in meinem Studium gelernt habe,
Die ökumenischen Synoden seien Ereignisse, nicht Institutionen gewesen. Dementsprechend ist Synodalität auf Weltebene keine Institution, sondern ein charismatisches Ereignis, also eine Gabe, keine Aufgabe. Und eine dritte klassische These orthodoxer Theologie ist, Synodalität ist in erster Linie ein liturgisch verankerter und erfahrener Ausdruck der kirchlichen Gemeinschaft. Diese drei Leitmotive im traditionellen orthodoxen Diskurs sind aus heutiger Sicht meines Erachtens differenzierter zu betrachten, wenn nicht sogar in Frage zu stellen. Zu Punkt 1. Im Rahmen des ökumenischen Dialogs, aber auch im Zuge des konziliaren innerorthodoxen Prozesses des 20. Jahrhunderts, also etwa seit den 60er Jahren, ist durchaus innerorthodox eine Theologie der Synodalität entstanden. Sie ist zwar nicht uniform, es gibt also unterschiedliche Stimmen, aber sie ist vorhanden und nicht zu ignorieren. Die namhaftesten, also alle namhaften orthodoxen Theologen des 20. Jahrhunderts haben dazu beigetragen. Für die aktuellen innerorthodoxen Krisen wäre also meines Erachtens eine verstärkte synodaltheologische Reflexion und Debatte willkommen. Denn Kirche tut, was sie tut, nicht um als Institution erfolgreich zu sein oder gut zu funktionieren, sondern weil sie einen Auftrag hat und sich ihrer christozentrisch immer bewusst ist. Kirchenpolitisch oder sonst wie bedingte Krisen brauchen immer auch ein Stück weit spirituell-theologische Therapiearbeit. Synodalität ist unter anderem auch theologisch begründete Therapiearbeit. Zu Punkt 2. Synodalität auf Weltebene kann im 21. Jahrhundert, ich spreche jetzt von der orthodoxen Kirche, nicht einem charismatischen, ereignishaften Pneumatomonismus überlassen werden. Das heißt, irgendwann wird es schon passieren. Das panorthodoxe synodale Miteinander muss entsprechend den synodalen Strukturen in den autokephalen Kirchen, das ist dort sehr gut geregelt, auch auf Universalebene eine institutionelle Reife und Konsistenz und auch eine klare Reglementierung erfahren. Das war auf der Synode auf Kreta der Vorschlag des rumänischen Patriarchen, dass man so eine panorthodoxe Synode alle 7 oder 10 Jahren stattfinden lässt. Dieser Vorschlag ist in der Botschaft aufgenommen worden, aber seitdem wurde das nicht weiter verfolgt. Also dass man zumindest eine Regelmäßigkeit hat und damit auch eine Institutionalisierung dieser panorthodoxen Synode. Das heißt, Synodalität auf Universalebene kann nicht auf einer ereignishaften Ebene funktionieren, sondern nur als verbindliche Institution. Ich drücke das so aus, Autokephalie, das kommt von Autokephalos, also ja, jede Kirche hat so ein selbstständiges Haupt, braucht, ich würde sagen mit einem neuen Wort, Synkephalie, dass man hier gemeinsam agiert und umgekehrt. Konkret gesagt, regelmäßig stattfindende panorthodoxen Synoden würden vieles bewirken, gerade in Krisenzeiten. Die Idee ist allerdings nicht neu, bereits in den 20er Jahren träumte man davon. Zu Punkt 3. Synodalität ist in der Tat auf allen Ebenen in erster Linie eine liturgische und damit auch präsentisch-eschatologische Realität. Das ist ein wichtiger Unterschied zum Parlamentarismus zum Beispiel, denn die Quelle und der sakramentelle Ausdruck der Synodalität ist immer die liturgische Kommunion. Doch Synoden sind zugleich auch historische Ereignisse und die Institution der Bischofssynode in den einzelnen orthodoxen Kirchen sind nicht nur feierliche Zusammenkünfte, wir sehen sie durchaus auf den Fotos, aber sie sind echte Leitungsorgane mit Sekretariaten, mit einer ganz klaren Reglementierung und so weiter. Das heißt, ein monophysitisches, spiritualistisches Synodalitätsethos führt nirgendwo hin. Synodalität gestaltet Geschichte mit und dazu gehört auch die Notwendigkeit in Krisensituationen nicht nur im Gebet zu verharren, in der Liturgie, sondern auch das zu machen, was auch soziale und politische Institutionen in Krisenzeiten, in internen Krisenzeiten machen, das heißt den guten Willen haben und die entsprechenden Wege zur Kommunikation und Versöhnung finden. Es braucht also zusammengefasst aus meiner Sicht innerorthodox gesehen, erstens eine stärkere Reflexion über eine angewandte Theologie der Synodalität, Ansätze haben wir, man muss es nur weiterführen, zweitens eine institutionelle Reglementierung synodaler Organe auf Universalebene und damit kommt auch die Rede automatisch auch für die Rolle eines Protos und drittens eine neue Kommunikationskultur, das heißt
ein demütiges Lernen, wie man in eingefrorenen Konflikten wieder miteinander kommuniziert. Aus den drei Punkten, nur der erste ist ein strikt theologischer. Für den zweiten Punkt, das heißt Reform der synodalen Strukturen auf Weltebene, gibt es schon mehrere sehr interessante Vorschläge, auch aus dem deutschsprachigen Raum, vom Kollegen Vlezis oder auch vom Kollegen Anastasios Kalis, wie man in der Zukunft auf Universalebene die orthodoxe Kirche mit synodalen und Primazialorganen besser strukturieren könnte. Und für das dritte Problem, eine neue Kommunikationskultur, das würde eine interdisziplinäre Arbeit erfordern. Es bleibt mir nur in aller Kürze am Schluss etwas zu diesem ersten Punkt, das heißt Theologie der Synodalität, beizutragen. Deshalb Punkt 4, und das ist der letzte Punkt, anthropologische Perspektiven der Synodalität, kommunikative Selbstverpflichtung. Johannes Oeldemann aus Paderborn unterscheidet in der zeitgenössischen orthodoxen Theologie drei Modelle der orthodoxen Theologie der Synodalität. Ein Modell, das bei der eucharistischen Ekklesiologie ansetzt, ein zweites Modell, das von einer trinitarischen Begründung der Kirche herkommt, und ein drittes Modell, das man als pneumatologische Ekklesiologie, also Heiliger Geist, herkommt. Das heißt, die Kirche ist synodal, weil in der Eucharistie, in der Messe, in der Liturgie alles auf Gemeinschaft angelegt ist, und da sieht man auch die wichtige Rolle des Bischofs. Zweitens, weil der trinitarische Gott eine Wesensgemeinschaft von drei Hypostasen ist. Und drittens, weil der Heilige Geist, der in der Kirche seit Pfingsten wirkt, ein Geist der personalen Gemeinschaft ist, also Einheit in Vielfalt. Das sind die drei klassischen orthodoxen Begründungen. Darauf gehe ich aber nicht ein. Es gibt auch eine vierte theologische Begründung der Synodalität, die ich ganz spannend finde, und die kommt eigentlich sehr selten vor, eine anthropologische. Der rumänische orthodoxe Theologe Dumitru Staniloae, 93 gestorben, hat sich in einem Beitrag aus den 70er Jahren für eine anthropologische Grundlegung der Synodalität stark gemacht. Er sagt, jede Person ist ein dialogisches Wesen, denn sie kann die eigene menschliche Natur nur im Dialog mit den anderen vertiefen und erkennen. Das Wesen der menschlichen Synodalität, er spricht hier von Synodizität, sei in der christlichen Ebenbildlehre, also Imago Dei, grundgelegt. Dieses Angelegtsein des Menschen auf Kommunikation nennt Staniloae die natürliche oder die kreatürliche Synodalität, unabhängig also von Religion, Konfession oder Bekenntnis. Erst in Christus und in der Kirche vollendet sich diese kommunikative Grundgegebenheit jedes Menschen im Sinne eines gesunden Gleichgewichts zwischen Einheit und Diversität. Interessant bei Staniloae ist allerdings, dass das Prinzip der Synodalität im anthropologischen Moment der Kommunikation und Solidaritätsfähigkeit verankert wird. Das halte ich anschlussfähig auch für interdisziplinäre Diskurse. Kirchliche Synodalität wird somit als eine Vervollkommnung, eine Weiterführung einer natürlichen Gegebenheit verstanden. Deshalb der heutige Diskurs oder der zeitige Diskurs über Synodalität in der Kirche müsste eigentlich viel stärker Anschluss finden an dem, was auch in der Gesellschaft geschieht, sodass wir dann nicht Diskurse fördern, die dann abseits von den Herausforderungen der Gesellschaft dann geführt werden. Die Pointe liegt aber anderswo bei Staniloae, nämlich er denkt diesen Aspekt im Sinne eines anthropologischen Korrektivs der institutionellen Synodalität, die in der Kirche üblich ist. Für ihn ist kirchliche, also institutionelle Synodalität, also Bischofssynode, in dieser anthropologischen Dimension eingebettet und muss diese zum Ausdruck bringen können. Er betont deshalb, dass der bischöfliche Dienst pass in toto, nicht pass pro toto ist. Das heißt, ein Regieren von Bischöfen und Bischofssynoden im Alleingang ohne ständige Kommunikation mit dem Kirchenvolk wäre somit unvorstellbar. Immer muss im Blick gehalten werden, dass, so schreibt Staniloae, Zitat, niemand dieses apostolische Erbe treu bewahren kann, als die Kirche in ihrer Ganzheit, in dieser kommunikativen Ganzheit. Diese anthropologische Dimension einer Theologie der Synodalität, wie das von Staniloae damals vorgetragen wurde, interessanterweise in einem doch sehr geschlossenes System, damals in der kommunistischen Zeit, scheint mir heute in Vergessenheit geraten zu sein.
Sie ist jedoch für das Verständnis, aber auch für die Lösung vieler Baustellen im panorthodoxen Miteinander entscheidend. Synodalität ist dort, würde ich abschließend sagen, wo bewährte synodale Strukturen, die haben wir in der orthodoxen Kirche, lebendige Orte der Kommunikation mit den Menschen und der Gesellschaft sind und natürlich auch mit Gott. Mein letzter Absatz. Eine Synodalität ohne Kommunikation ist ein Selbstwiderspruch. Kommunikation schließt eine Kunst des Zuhörens und des echten Dialogs mit ein. Und so schließt sich der Kreis mit dem, was ich am Anfang des Vortrags gesagt habe. Denn obwohl Synodalität in der orthodoxen Kirche und in der römisch-katholischen Kirche, in dem heutigen römisch-katholischen Diskurs, unterschiedliche, zum Teil auch ganz unterschiedliche Backgrounds, auch Vorgeschichten, auch Konnotationen kennt, scheint die zentrale Herausforderung für beide Kirchen dieselbe zu sein. Diese Herausforderung ist nicht nur kultureller Art, sondern auch theologischer Art. Denn Kommunikation, kommunizieren können, lernt man nicht nur im menschlichen Miteinander, sondern auch im Gebet, im Sprechen mit Gott. Und als Orthodoxer kann ich sagen, die gute Kommunikations- und Debattenkultur, die man heute oft in den Kirchen vermisst, war in der alten Kirche voll und ganz vorhanden. Man soll nur an das 4. Jahrhundert denken, wie dort die Kirchenväter in den vielen Synoden debattiert haben. Es gilt also, diese altkirchliche, würde ich sagen, Kommunikations- und Debattenkultur wieder zu entdecken, als Teil einer gelungenen Synodalität. Danke. Ja, herzlichen Dank, Professor Moga, lieber Johann. Nachdem wir jetzt von zwei unterschiedlichen Fachdisziplinen, einmal die kirchenrechtliche, einmal die systematisch-theologische, Blicke auf die beiden Fokuspunkte Autokephalie und Synodalität als zwei wesentliche Elemente der orthodoxen Kirche geworfen haben, ist der Rahmen, glaube ich, gut bereitet für unsere Podiumsdiskussion. Und ich darf nun die beiden aus München bzw. Nürnberg zugeschalteten Panelisten, die man zu meiner Linken sieht, um Ergänzung bitten, indem ich Sie, Exzellenz, Bischof André, und dich auch, lieber Johann, hier zu meiner Rechten auf das Podium bitten darf. Und Bischof André, wenn Sie in der Mitte Platz nehmen würden, Johann daneben. Wir würden dann die Diskussion eröffnen, indem wir zunächst Bischof André und danach Frau Dr. Pavlovic um ein möglichst kurzes, prägnantes Eingangsstatement bitten würden und dann die Diskussion aller vier Panelisten miteinander und danach dann auch ihre Beiträge, ihre Fragen besprechen würden. Ich fasse mich ganz kurz bei Ihrer Vorstellung. Exzellenz Bischof André wurde in Osnabrück in Deutschland geboren als zweiter Sohn eines serbisch-orthodoxen Erzpriesters und seiner Mutter Marianne, wie es auf der Website der Diözese heißt. Nach Schulbesuch in Düsseldorf und mehreren Stationen auf dem Berg Athos, im Kosovo und in Griechenland waren sie unter anderem auch an der schon zweimal erwähnten Ausbildungseinrichtung für orthodoxe Theologie in München als wissenschaftliche Hilfskraft tätig und Assistent am ebenfalls schon erwähnten am Lehrstuhl des ebenfalls schon erwähnten Professor Flezis und seit 2014, ich lasse jetzt einige Stellen auch weg, sind Sie Bischof, erster Bischof der Diözese von Österreich und der Schweiz, der serbisch-orthodoxen Kirche. Den einen schönen Satz muss ich jetzt aber noch wörtlich zitieren. Im Volk ist er beliebt als begeisterter Lehrer und begnadeter Prediger des Evangeliums Christi. Auch wenn die meisten von uns vielleicht kein Serbisch können, können wir uns das alle, die wir Sie ein bisschen kennen, gut vorstellen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind und ich darf Sie um Ihr Eingangsstatement bitten, vielleicht mit ein paar weiteren Ausführungen auch, wie es zu dieser erstaunlichen Entwicklung rund um die orthodoxe Kirche in Mazedonien, Erzbistum Ohrid, gekommen ist. Sehr geehrter Herr Rektor der Universität, sehr geehrter Herr Präsident vom Pro Oriente, sehr geehrter Herr Leitner vom Kultusamt,
sehr geehrter Herr Krauchenberg, sehr geehrte Exzellenzen und ehrwürdige Geistliche, liebe Geschwister, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte von Anfang an von ganzem Herzen bedauern, dass Professor Dr. Erhard Busseck nicht mit uns zusammen ist, weil er hat das alles eingeleitet. Er hat uns eingeladen im Januar, dass wir diese Sitzung vorbereiten. Ich kannte ihn von früher, das war ein so bescheidener Mensch, aber er war bis zum Schluss motiviert und stark interessiert an der, an dem Ausspruch von Papst Johannes Paul II., dass Europa zwei Lungenflügel hat und dass Europa atmen sollte mit zwei Lungenflügeln. Und deswegen freue ich mich, dass zu dieser Sitzung gekommen ist, und ich bedauere ganz besonders, dass Professor Busseck nicht bei uns ist, aber er wird in den Gedanken vieler Orthodoxer bleiben als ein guter Diplomat, ein guter Vizekanzler, der ungeheuer viel beigetragen hat zur Verständigung unter Menschen und Ländern. Gefüge in Südosteuropa. Also Orthodoxie ist zunächst einmal zu verstehen mit Jerusalem. Das ist eigentlich die Heimat der Orthodoxie. Dann kommt Antiochien, wo in der Apostelgeschichte gesagt worden ist, dass dort zum ersten Mal die Anhänger Jesu Christen genannt worden sind. Dann Alexandrien in Ägypten spielt auch eine ganz große Rolle. Dann Zypern und dann natürlich nach dem neuen Rom, in Anschluss das alte Rom, dann Konstantinopel und dann langsam können wir wirklich von Südosteuropa sprechen, wo heute die größte Zahl der Orthodoxen sich befindet. Bulgarien, Griechenland, Rumänien, Tschechoslowakei, Serbien auch besonders und natürlich Russland, Ukraine, Weißrussland und wie wir schon gehört haben, baltische Staaten. Ich finde aber nicht, dass die Orthodoxie ein Phänomen ist, weil von Anfang an im 19. Jahrhundert hat die Orthodoxie teilgenommen an ökumenischen Ausschüssen und Gremien. Noch bevor nach dem Zweiten Weltkrieg die großen ökumenischen Institutionen gegründet wurden, wie der Weltkirchenrat und die Konferenz Europäischer Kirchen, schon seit 1910 sieht man Orthodoxe an allen relevanten, wichtigen interchristlichen Konferenzen teilnehmen mit einer Vision. Man sieht die Kirche, sowohl die orthodoxe Kirche als auch die römisch-katholische und die evangelische Kirche als prophetische Kirchen, die Europa vorbereiten wollen als ein Europa der Verständigung, der Gerechtigkeit und des Friedens. Deswegen ist es nicht zufällig, dass auch Dr. Busseck wusste, dass es schon seit den 80er Jahren eine Institution gibt, ein bilateraler Dialog zwischen den in der Europäischen Union zusammengeschlossenen Parteien der christlichen Demokraten in der European People's Party und den orthodoxen Kirchen. Also da gibt es besondere bilaterale Dialoge zwischen Politikern der Europäischen Union und wichtigen Persönlichkeiten der orthodoxen Kirche. Ich war selbst zwei, dreimal anwesend. Wir sprechen von etwa 17, 18, 19 bilaterale Dialoge zwischen der orthodoxen Kirche und der European People's Party. Ich sehe da Romano Prodi, den ehemaligen Ministerpräsident. Für Romano Prodi war es keine Frage, dort Führung zu unternehmen in diesen Dialogen, die vom ökumenischen Patriarchat natürlich motiviert worden sind und angestoßen worden sind, eine unglaubliche Leistung und ein Werk des ökumenischen Patriarchen besonders, zunächst Demetrius, danach Bartholomäus, dem sich alle orthodoxen Kirchen angeschlossen haben. Deswegen, wenn wir von Gefüge in Südosteuropa sprechen, sprechen wir von einer starken Präsenz der Orthodoxie im Bewusstsein der Länder in Südosteuropa, aber auch Mitteleuropa und Westeuropa. In meinen eigenen Augen habe ich gesehen, mit was für einer Konzentration Minister an diesen Konferenzen teilgenommen haben, auch besonders im Hinblick auf den Frieden. Ich werde nie vergessen, den italienischen Minister, der später Probleme gehabt hat, Rocco Buttiglione, der also ungeheuer
energisch darauf gepocht hat, dass die Orthodoxen doch ernster genommen werden müssen in Europa, weil die ein ungeheuer reiches christliches Erbe haben. Was die Orthodoxie in Westeuropa angeht, muss man ganz offen sagen, viele orthodoxe Länder sind nicht durch die Aufklärung gegangen. Und das ist ungeheuer wichtig, diese Begegnung zwischen der Orthodoxie und der aus der Reformation hervorgehenden Kirche und der römisch-katholischen Kirche unterscheidet sich doch sehr in verschiedenen Zugängen. Aber das Mitgefühl und das Verständnis für die orthodoxen Kirche trotz dieses anderen geschichtlichen, historischen Weges, dass die Orthodoxen gegangen sind, ist enorm. Und so haben die Orthodoxen besonders seit den 50er und 60er Jahren, als sie als Flüchtlinge oder Gastarbeiter nach Europa gekommen sind, tatsächlich stark beigetragen, um zu einer Verständigung beizutragen zwischen orthodoxen, katholischen und evangelischen Kirchen. Ich kann jetzt hier nicht eine Stunde sprechen, ich muss mich ein bisschen, aber der Bischof von St. Pölten sagte noch neuerdings, als ich ihn mal offiziell besucht hatte, er sagte, wir brauchen euch Orthodoxe. Ich weiß ganz genau, worum es geht. Die Werte in Europa, die Leitkultur verändert sich und auf einmal spürt man, dass Katholiken und Evangelische und Orthodoxe, aber besonders Katholiken und Orthodoxe gemeinsame Perspektiven haben, was Werte in Europa angeht. Als ich Bischof wurde, vor 8 Jahren, ich bin auch zuständig für Italien, wurde ich von der Universität Mailand angefragt, ob ich nicht einen Vortrag über die Gender-Problematik halten könnte. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Da musste ich meine Freunde fragen, was eigentlich Gender-Problematik, ich hatte keine Ahnung, in meinem klassischen Theologiestudium ist sowas nicht diskutiert worden. Ja, sagten meine, das ist jetzt wie Wechselspiel zwischen Mann und Frau und das hat für die Pädagogik eine große Rolle, aber meine Beraterängsten, die sagten mir, du wirst nicht darüber sprechen. Du sprichst über die Rolle der Frau in der Orthodoxie. Von da aus wird sich all das weiter ergeben. Und das hat mich beruhigt. Ich kam nach Mailand. Mir wurde gesagt, das ist wichtig, dass Sie als orthodoxer Bischof zu dieser Sache Stellung beziehen, dass man sie besser verstehen kann. Und dann wurde mir klar, wie wichtig es ist, in diesem Zugang ein bisschen sich vorzubereiten und ein bisschen Vorbedingungen zu schaffen, um zu diesen fundamentalen Fragen des Gemeinsamseins Auskunft zu geben. Ich bin heilfroh gewesen, dass ich mich in dieser Frage vorbereiten konnte und meinen Vortrag halten konnte über die Rolle der Frau in der Orthodoxie. Und das war es dann auch schon. Die Leute waren sehr zufrieden. In meinem Vorstand in der Diözese, aus Rücksicht, wo ich lebe, hier in Mitteleuropa, habe ich ein Modell mitgebracht, was in Südosteuropa vielleicht nicht so stark mitgetragen wird. Ich habe die Hälfte meines Vorstands aus der Laiengruppe sind Frauen. Also diese Diskussion, die man immer wieder miterlebt, dass die Orthodoxie Frauen diskriminiert und die Frauen ausschließt aus dem priesterlichen Amt und so weiter, ist schon für mich ein ganz wichtiger Punkt, mich auch als orthodoxer Bischof demgegenüber gebührend zu benehmen. Und das war für mich eine Selbstverständlichkeit bei der Ausformung meines Diözesanvorstands und von Kirchengemeinden und den Vorständen der einzelnen Gemeinden, dass dort auch tatsächlich Frauen in der Leitung teilnehmen können. Und meine Stellvertreterin eigentlich ist eine Frau. Da bin ich sehr stolz drauf. Um jetzt nicht zu weit in die Breite zu gehen, möchte ich kurz was zur mazedonischen Frage sagen. Obwohl ich vielleicht noch kurz sagen möchte, Südosteuropa ist durch einen Krieg gegangen, Bosnienkrieg, Kroatienkrieg, jetzt der Krieg in der Ukraine. Also die Ökumene, in der die Orthodoxie stark eingebettet ist, hilft ungeheuer viel mit, dass die orthodoxe Kirche ihr Potenzial benutzen kann, um, was kurz gesagt worden ist, den Friedensauftrag der Kirche nicht zu gefährden. Es gibt keine Kirche, die keinen Friedensauftrag ausübt. Es gibt eigentlich, das Kirchesein ist ein Friedensauftrag, wie der heilige Apostel Paul sagt, Christus ist unser Frieden und alles das gesagt wird, dass eine Kirche aus verschiedensten Gründen einen
mörderischen Überfall nicht als solchen bezeichnet, ist abzulehnen, weil das den Friedensauftrag der Kirche in Frage stellen würde. Aber auch um hier nicht weiterzugehen, die mazedonische Annäherung hat mich überrascht. Seit den 70er Jahren gab es in Ex-Jugoslawien Konsultationen unter den theologischen Fakultäten in Ex-Jugoslawien. Und da hätten Sie mal die Mazedonier sehen sollen, die waren da überall präsent, eingeladen. Unter Tito kam das gar nicht vor, dass da die Mazedonier ausgeschlossen worden sind. Da musste man das machen, was vom Staat aus gegeben worden sind. Und die Mazedonier sind mit ihren Professoren gekommen. Es war eine bescheidene Fakultät in Skopje, aber immerhin waren die Leute Professoren und gleichzeitig Priester und kamen nach Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Belgrad, Skopje, Podgorica, das hieß damals Titograd und so weiter. Und es ist ja so, trotzdem sich die Kirche abgespalten hat, nicht 67, sondern schon 59, aber dann 67 endgültig, gab es in der Theologie und in der Verständigung Institutionen, wo sich die Orthodoxen miteinander getroffen haben. Jetzt zog sich das hin und ehrlich gesagt, im Mai, als ich zur Bischofsvollversammlung fuhr, stand das nicht auf der Agenda, stand das nicht auf dem Tagesordnungspunkt. Ich habe aus Zeitungen gelesen, dass das ökumenische Patriarchat, Sie hatten das angesprochen, das Schisma von der mazedonischen Kirche abgehoben hat und der serbischen Kirche anvertraut hat, die weiteren Schritte doch zu regeln. Was die serbisch-orthodoxe Kirche ein bisschen erstaunt hat, dass eigentlich man solche Sachen aus den Medien erfährt. Das war also doch ein bisschen seltsam. So musste unser Patriarch, seine Heiligkeit, der Patriarch Porphyrie, sehr schnell handeln. Und das zeigt, dass in der Orthodoxie doch tatsächlich, wie Sie gesagt haben, eine ganz überraschende Wende stattgefunden hat. Aber das möchte ich ganz offen hier vor allen sagen, wie das dazu gekommen ist. Und zwar deswegen, weil die Leitung der mazedonischen Kirche nach Jahrzehnten Suche in irgendwelchen Ländern, bei irgendwelchen Institutionen, wir haben hier gesehen, unkanonische, nicht anerkannte, verschiedene Grüppchen, ihre Probleme zu regeln, ist sie im Mai mit einem Brief auf die Idee gekommen, dieses Problem dort zu regeln, wo es angefangen hat, in Belgrad. Und das hat auf mich Eindruck gemacht. Das hat auf alle 50 Bischöfe der serbisch-orthodoxen Kirche einen großen Eindruck gemacht, dass die gesagt haben, wir wollen unser Problem lösen an dem einzig legitimen Ort, wo wir das tun können, indem wir an den Patriarchen der serbisch-orthodoxen Kirche einen Brief schreiben. Zweitens, was nicht unterschätzt werden darf, das möchte ich auch offen sagen, ich bin bekannt, offen zu sprechen, die Angst, die manche Bischöfe und Geistliche haben vor politischen Autoritäten. Ich bin der Meinung, dass man das nicht unterschätzen muss, wie die Lage in Mazedonien ist. Man spricht immer vom Pulverfass Balkan und so weiter. In Skopje ist es auch nicht einfach. Wenn man mal Mazedonien sieht und den Kampf, warum es nicht Mazedonien heißt, sondern Nordmazedonien, die große albanische Dimension, man sagt, Skopje wäre die größte albanische Stadt auf dem Balkan, größer als irgendwelche Stadt in Albanien. Das ist alles nicht so einfach. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie das nochmal herausgestellt haben, dass es ein heilsamer Akt gewesen ist, dass diese Bischöfe nach Belgrad gekommen sind und damit schließe ich ab, eine Reife gezeigt haben, wie solche Probleme, dass man sich abspaltet, beziehungsweise dass man Probleme erzeugt, dass man versucht, Alternativen zu finden, um diese Konflikte und Probleme zu überwinden. Und so kam es dazu, was Sie gesagt haben, dass unser Patriarch, seine Herrlichkeit Porphyrie, denkwürdigerweise plötzlich, überraschend, dem Erzbischof von Skopje dieses Dekret überreicht hat. Alles Weitere können wir sehen in der weiteren Diskussion. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Exzellenz, lieber Bischof André, für dieses umfassende Eingangsstatement. Ich gebe gleich weiter an Frau Dr. Pavlovic, stelle sie aber zuvor auch noch kurz vor. Dr. Irina Zeltner-Pavlovic ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Studienfachberaterin für Masterarbeiten an der Professur für christliche Publizistik der Universität Erlangen-Nürnberg in Deutschland. Sie stammt aus Serbien und hat ihr Promotionsstudium im Februar 2012 beendet. Thema ihrer Dissertation war Religion, Medien und Gewalt, Klammer auf D, Bindestrich, Klammer zu, eskalierende Kriegskommunikation der Kirchenpresse der serbisch-orthodoxen Kirche in den postjugoslawischen Kriegen, Fragezeichen. Ihr Habilitationsvorhaben ist der Entwicklung der Medien in Trägerschaft der christlich-orthodoxen Kirchen in Ost- und Südosteuropa im 21. Jahrhundert gewidmet. Forschungsschwerpunkte Süd- und osteuropäische Zeitgeschichte, Medien, Religion und Gewalt, christlicher Friedensjournalismus, interkulturelle Kommunikation, christliche Orthodoxie und die ökumenische Bewegung. Und Frau Dr. Pavlovic ist somit bestens geeignet, vielleicht nochmal mit Hinweis auf die Aussage von Johann Moger in seinem Vortrag zur kreatürlichen Synodalität des Menschen als kommunikativer Grundgegebenheit zwischen Einheit und Diversität etwas zu sagen, ja, zu der Art und Weise, wie eigentlich über orthodoxe Kirchen kommuniziert wird, auch medial hier bei uns, und wie vielleicht in diesem Bereich wir auch einmal nachdenken können, wo durch diese Kommunikation auch Beiträge zu Spaltung geleistet werden oder umgekehrt gefragt, wie Beiträge auch zu Versöhnung und Frieden, von denen ja auch heute die Rede war, geleistet werden können. Frau Dr. Pavlovic, ich darf Sie um Ihr Eingangsstatement bitten. Ich begrüße Sie herzlich, Herr Rektor, Ihre Exzellenzen, Herr Präsident von ProOriente, Herr Generalsekretär von ProOriente, liebe Kolleginnen haben wir leider wenige. Und liebes Publikum, vielen Dank für die nette Vorstellung. Ich stamme eigentlich aus Schwaben, nicht aus Serbien. Das ist immer so eine große Überraschung halt. Ich werde heute reden über religiöse Gewalt und Medien, und ich hoffe, ich werde mich auch auf diese 7 Minuten auch beschränken. In der Kommunikationswissenschaft gilt die These der Ambivalenz der Rolle der medialen Kommunikation in Konflikt- und Kriegssituationen. Das bedeutet, die Medien können dabei sowohl eskalierend als auch deeskalierend wirken. Sie können eine auf Verstehen und Verständigung ausgerichtete Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Akteuren fördern oder umgekehrt das Misstrauen vertiefen und Stereotype verbreiten. Die These von Ambivalenz der Religion gilt auch in der aktuellen Forschung zum Verhältnis von Religion und Gewalt. Auch Religion kann eskalierend oder deeskalierend im Krieg wirken. Medien und Religion in Verbindung mit der Gewalt haben weitere Gemeinsamkeiten. Erstens, bei beiden konzentrieren sich die Untersuchungen auf ihren Gewaltpotenzial. Für die Medien werden so zahlreiche Studien über die eskalierende Kommunikation im Krieg vorgelegt. Auch die Rolle der Religion im Krieg erlebt seit Jahrzehnten eine Hochkonjunktur. Welche friedensethischen Aspekte für Medien und Religion von Relevanz sind, werden dagegen marginal thematisiert. Zweitens ist gemeinsam, dass sich die Debatten um die Rolle sowohl der Medien als auch der Religion in Kriegen zyklisch wiederholen. Für Medien können dabei nach Kommunikationswissenschaftler Löffelholz folgende Phasen unterschieden werden. Zuerst käme das Berichterstattungsdilemma, dann die Medienkritik, schließlich versandet die Diskussion, um beim nächsten Krisenfall erneut einzusetzen. Zyklisch wiederholen sich auch die Debatten um die öffentliche Empörung über religiöse Akteure, die sich in Zeiten des Krieges gegen militärische Logik und für die Logik des Friedens einsetzen. Beispielhaft dazu die Empörung über die Äußerungen von ehemaligen Ratsvorsitzenden der EKD, Margot Käßmann, zu Afghanistan-Krieg. Die Vorwürfe an Käßmann reichten von Vorwurf der Naivität bis zur Verhöhnung.
Aktuell wird diese Diskussion mit gleichen Argumenten der Kontrahenten im Kontext der Ukraine-Krieg wiederholt. Drittens, gemeinsam ist den Medien und Religion, dass sie von Menschen gemacht werden und somit keine Größen sind, denen man hilflos ausgeliefert ist. Mit anderen Worten, auf diese kann man Einfluss nehmen und bewusst beide für den Frieden funktionalisieren. Und schließlich, sowohl die Medien als auch die Religion ist die Kommunikation im Krieg zentral. Und nur durch Kommunikation kann Gewalt überwunden werden. Mit Worten von ehemaligen Präsidenten von World Association for Christian Communication, Michael Traber, Zitat, es gibt buchstäblich nur einen Weg, Gewalt zu überwinden, die Kommunikation. Die neue Kultur des Friedens ist also eine Kultur der Kommunikation. Zitat Ende. Meine zentrale Annahme ist, sowohl Medien als auch Religion haben ein Friedenspotenzial und können entscheidend zur Deeskalation der Konflikte und Kriege beitragen. Das erfordert allerdings ein Umdenken, wenigstens was die mediale Repräsentation der Religion im Krieg betrifft. Wie evangelische Friedensforscher Weigert festgestellt hat, es besteht ein Bedarf nach einer anderen ethischen Orientierung in der Berichterstattung über Konflikt- und Friedensprozesse. Die einseitige und damit verzerrende Berichterstattung über religiöse Gewaltpotenziale beeinflusst unweigerlich die öffentliche und politische Meinungsbildung in destruktive Weise. Sie kann Friedensinitiativen schwächen und behindern. Wie dringend dieses Umdenken erforderlich ist, zeigt aktuell der Ukraine-Krieg. Im Folgenden werde ich auf die Strategien gegen Marginalisierung der religiösen Friedensressourcen in den Medien eingehen. Erstens soll die Wissenschaft die Ambivalenz der Religion in Konflikten und Kriegen stärker thematisieren. Es soll nicht nur das Gewaltpotenzial, sondern auch Friedenspotenzial von Religion in Fokus stehen. Zweitens muss das Zerrbild von Religion, dass auch in den Köpfen vielen politischen Verantwortungsträger und Akteure sitzt, geändert werden. Weingart schlägt vor, die Politik täte jedoch im eigenen Interesse wie im Interesse des Friedens gut daran, religiöse Friedenskräfte wahr und ernst zu nehmen. Es gilt, friedensförderliche religiöse Akteure zu identifizieren, zu stärken und zu unterstützen und schließlich in akute Friedensprozesse klug einzubeziehen. Als Vermittler oder Berater, als öffentlicher Unterstützer oder mit diskreten, guten Diensten im Hintergrund, vieles ist möglich und Beispiele gibt es genug. Dies hätte auch Konsequenzen für die Medien. Drittens muss die Religionsgemeinschaften den Frieden als ureigenes Kernanliegen, als Top-Thema in die Öffentlichkeit vermitteln. Die konkrete aktive Förderung der Friedensarbeit durch Geld und Personal steht heute in keinem Verhältnis zu hohem theologischen Wert, der unbestritten ist. Die religiösen Akteure müssen ihre Friedenswerten publik machen. Wenn schon säkuläre Medien wenig darüber berichten, dann sollte dies doch in den eigenen Medien der Religionsgemeinschaften anders gewichtet werden. Schließlich müssen die Medien selbst das konfliktentschärfende Wirken der Religionen stärker thematisieren. Ich komme zum Schlussbemerkung. Löffelholz, also der Kommunikationswissenschaftler, sagte vor etwa 2 Jahrzehnten, im 21. Jahrhundert mag ein dritter Weltkrieg unwahrscheinlicher geworden sein, ein Zeitalter weltweiten Friedens steht dennoch nicht bevor. Angesichts neuer sicherheitspolitischen Herausforderungen ist davon auszugehen, dass die Relevanz dieses Forschungsfeldes, also Kriegskommunikation, sogar zunehmen wird, so seine Aussage aus 2004. Heute, wo die Rede vom Dritten Weltkrieg im Bereich der Wahrscheinlichkeit ankam, scheint mir die Relevanz der Forschungswelt Religion, Medien und Gewalt als dringende Aufgabe. Und zwar mit dem Fokus auf eine auf Verständigung und Anerkennung ausgerichtete Kommunikation. Denn um zu wiederholen, es gibt buchstäblich nur einen Weg, Gewalt zu überwinden. Kommunikation. Hass und Gewalt dürfen nicht das letzte Wort haben. Das letzte Wort hatte Frieden. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Dr. Pavlovic, für diesen pointierten Beitrag und für Ihren letzten Satz. Das letzte Wort heißt Frieden. Wenn wir einmal zurückdenken an die Konflikte, auch an die militärischen, die kriegerischen Konflikte in Südosteuropa in den 1990er Jahren und die Art und Weise, wie darüber auch in, ich sage jetzt mal, in unseren Breitengraden berichtet worden ist, dann möchte ich die erste Frage an Sie richten, Herr Bischof Andrej. Wie haben Sie eigentlich als serbisch-orthodoxer Priester damals, der ja in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, also denke ich auch mitbekommen hat, wie in den Medien im deutschsprachigen Raum berichtet worden ist, das wahrgenommen, wie über die serbisch-orthodoxe Kirche das serbische Verwickeltsein in diesen Auseinandersetzungen berichtet worden ist und wie das, was Frau Dr. Pavlovic gerade präsentiert hat, die Verantwortung der Medien auch für Aufbau von Förderung von Frieden wahrgenommen oder nicht wahrgenommen worden ist. Vielen Dank für diese wichtige Frage. Tatsächlich hätte ich nie gedacht, dass Menschen, die doch irgendwie mit ihrer Geschichte mit Religion verknüpft sind, wie die Völker in Jugoslawien, dass sie anstatt ein Modell wie in der Schweiz etablieren, wo es Kantone gibt und dann die verschiedenen Kulturen, Religionen und so weiter durch diese Kantonalorganisation versucht, Konflikten aus dem Weg zu gehen, dass sie sich mitten in einen Bürgerkrieg involviert haben. Ich habe den Verdacht, dass aber auch von außen der Krieg in Jugoslawien mitgesteuert worden ist. Das ist nicht einfach, jetzt über diese Sache zu sprechen, aber dass die serbische Kirche sich auf einmal über Nacht in einer Situation sah, eine unglaubliche Herausforderung annehmen zu müssen, gleichzeitig in ökumenischer Hinsicht vor einem Rauschmiss aus dem Weltkirchenrat beziehungsweise aus der Konferenz Europäischer Kirchen zu sein, das habe ich mitgemacht. Aber ich habe erlebt, dass gerade die ökumenischen großen Träger und Institutionen die serbische Kirche in Schutz genommen haben. Unser Patriarch Pavle, der sehr berühmt ist, der konnte gar nichts von diesem Krieg abgewinnen. Man ging in die Schweiz, Religionsführer, Muslime, Katholiken und Orthodoxe trafen sich auf Vorschlag ökumenischer Institutionen in der Schweiz, weil man sich angeblich nicht auf den kriegerischen Territorien unterhalten konnte und austauschen konnte. Es war die große Frage, konnte man dort nicht lieber vor Ort ein Signal setzen? Aber tatsächlich war es so, dass der Imam und der Obermufti, der Reis und der Kardinal und der Patriarch, die mussten sich in St. Gallen treffen, um zu sehen, wie man mit diesem Gewaltpotenzial um sich geht. Die Situation ist aber so, dass genau diese Frage, wie Religion beitragen kann, einen Konflikt zu schärfen und nicht zu entschärfen, dass das wirklich Anliegen auch der serbisch-orthodoxen Kirche war, sich damit auseinanderzusetzen und sich zu öffnen. Dr. Busek, ich glaube, deswegen hat er auch diese Konferenz anberaumt. Ihm war das auch immer wiederum klar. Wie wird das sein mit der Orthodoxie in dem vereinten Europa? Neulich noch im März, ich glaube, da lebte er noch, gab es eine Resolution vom Europaparlament, in dem es hieß, dass die Orthodoxie und der Islam gemeinsame Gefahren seien für die Errungenschaften des demokratischen Prozesses, dass man bei den Orthodoxen und den Muslimen aufpassen müsse. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Pro Oriente hat in jenen Zeiten es geschafft, die österreichische Außenministerin auf die Theologische Fakultät von Belgrad zu bekommen. Das war damals Frau Benita Ferrero-Waldner. Da habe ich mich wirklich gewundert, dass das österreichische Außenministerium Lust hatte, zusammen mit Pro Oriente, mit der serbisch-orthodoxen Kirche etwas Gemeinsames zu tun. Werde ich nie vergessen, waren ganz wichtige Anknüpfungspunkte. Heutzutage ist es so, ich sage das ganz ehrlich, es gibt Publikationen auf deutsche Sprache, die für mich nicht in Ordnung sind, die vieles, was in Südosteuropa abläuft, beschreiben, erklären,
interpretieren, versuchen, die Wurzeln rauszuholen. Aber man wird auch hier und dort angesprochen von Verantwortlichen, lesen Sie sich doch mal bitte dies und dieses Standardwerk durch. Und ich muss sagen, während der Corona-Zeit habe ich mir viel Zeit genommen. Ich habe auch, man kriegt ja hier in Wien immer wieder diese Visitenkarten. Man wird aufgerufen, sich mit diesen Leuten an einen gemeinsamen Tisch zu setzen und versuchen, in Reflexion auch die andere Position zu verstehen und dadurch zu versuchen, auch schärfste Gegensätze und Unterschiede in der Betrachtung von Geschichtsfragen, Friedensfragen, Kulturfragen, Religionsfragen, politischen Fragen, wirtschaftlichen Fragen durch das Gespräch, durch die Kultur des Dialoges zu überwinden. Deswegen denke ich, dass die serbische Kirche schwierige Momente gehabt hat, in der sie sich positionieren musste, aber doch mit Frage der Behandlung von Religion als Problematik doch sehr gut abgeschnitten hat und auch in Zukunft sich bemühen wird, ihren Beitrag zu leisten und an dem Diskurs teilzunehmen. Und dafür muss ich ein ganz großes Danke auch an den verstorbenen Dr. Busek, den habe ich sehr oft im Flugzeug getroffen, der ist immer zweite Klasse gereist, ist nie Business geflogen. Und dann saßen wir, da sage ich, sollen wir uns nicht zusammensetzen? Und dann hat er immer erzählt, ja, man müsste doch sehen, dass man mit der Orthodoxie in Südosteuropa besser ins Gespräch kommt. Und ich bin nochmal sehr dankbar, weil da kann es so viele Missverständnisse geben und man berücksichtigt einfach nicht vieles, was in der Zwischenzeit schon bewegt worden ist. Wie ich das jetzt eben auch schon sagte, sagen Sie mal, das ist, dass die European People's Party 15, 16, 17 bilaterale Dialoge mit der Orthodoxie geführt hat, zeigt, dass die Orthodoxie kein Phänomen in Europa ist, sondern am Wachstum der verschiedenen Prozesse teilgenommen hat, teilnehmen wird und ihren friedensaufträglichen Beitrag dazu leisten wird. Danke sehr. Die nächste Frage möchte ich sowohl an Dr. Anapliotis als auch an Professor Moga richten, die beide ja, ich glaube, ganz wesentliche Begriffe für das Verständnis der orthodoxen Kirche, Kirchen, Autokephalie und Synodalität aus ihrer jeweiligen Perspektive erläutert haben. Herr Dr. Anapliotis, Sie haben gesprochen ganz zu Beginn über die Freiheit und die Diversität der orthodoxen Kirchen in Verwaltung, in Gesetzgebung, in Gerichtsbarkeit, aber gleichzeitig auch das Gebundensein durch und damit ja auch die Einheit in Glauben, Rechtssystem und Doxologie, also Liturgie. Also dieses Verhältnis von Diversität und Einheit. Inwieweit, würden Sie sagen, begünstigt diese Konstitution der orthodoxen Kirchen ein friedensförderliches Potenzial, wenn es zu Auseinandersetzungen, zu Konflikten kommt, oder auch ein friedensgefährdendes Potenzial? Wie würden Sie das einschätzen? Ja, vielen Dank für die interessante Frage. Es ist so, dass wir müssen unterscheiden zwischen Friedensförderung innerhalb der Kirche und Friedensförderung in der Gesellschaft und in der Welt. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass die Frau Pavlovic uns zu dieser Thematik eingeführt hat und auch Bischof Andrei mit seiner Erfahrung, aber auch mit seinem Herz und pastorale Verantwortung das Problem des Friedens in der Orthodoxie so angesprochen hat. Die Pluralität schafft Frieden. Die Pluralität schafft Frieden, wenn, wir haben das auch beim Kollegen Moga gehört, die verschiedenen orthodoxen Kirchen haben verschiedene Strukturen. Ich meine, das ist durchaus legitim und schön. Was verbindet die Kirchen? Glaube.
Der Glaube ist, es gibt kein serbisch, griechisch, rumänisch, bulgarisch orthodoxe Glaube. Der Glaube ist der orthodoxe Glaube. Die Liturgie ist die gleiche Liturgie, die gleichen liturgischen Prinzipien. Und das kanonische Recht ist die Verfassung der Kirche. Wenn wir aber Verwaltung, Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit völlig freilassen innerhalb des kanonischen Rechts, dann brauchen wir nicht diese starre Homogenität. Und starren Homogenitäten schaffen Kriege und Auseinandersetzungen, sondern Freiheiten, Freiräume sind friedensstiftend. Das ist die eine Seite, die weltliche Seite. Innerkirchlich haben wir aber keinen Frieden. Wir haben gesehen in Nordmazedonien, in der Ukraine, parallel existierende Strukturen. In der Ukraine gibt es die autonome Kirche des Moskau-Patriarchates, die neu geschaffene Kirche, durch die Vereinigung der zwei Schismatischen und so weiter. Da innerkirchlich schafft das System Spannungen. Und zwar sehr große Spannungen, innerkirchlich. Und nicht unbedingt Frieden. Warum? Eigentlich. Weil wir nicht zu Bewusstsein gekommen sind, was die alte Kirche gesagt hat, dass die politischen Gegebenheiten sollen uns als Richtlinie gelten für die Anpassung der kirchlichen Strukturen. Das heißt, soweit es ein unabhängiger Staat entsteht, und existiert und bleibt unabhängig. Warum nicht eine autokephale Kirche zu entstehen? Ich meine, warum nicht eine autokephale Kirche der Ukraine? Warum nicht eine autokephale Kirche der Nordmazedonien? Jetzt, wo wissen wir, wo ein Staat entstanden ist. Wenn gute Strukturen vorhanden sind, brauchen wir nicht Angst haben, dass neue Strukturen entstehen. Diese Angst, neue Strukturen zu entstehen, hat praktisch faktisch geführt zu Unfrieden innerhalb der Kirche. Neue Kirchenstrukturen, die entstehen, müssen weiterhin den gleichen Glauben pflegen, die gleiche Liturgie und das gleiche kanonische Recht. Das ist die Basis unseres Rechtssystems. Wenn die das erfüllen, warum nicht eine eigene Verwaltung, eine eigene Gerichtsbarkeit? Warum nicht ein eigenes Statut? Ich bin der Meinung, je mehr autokephale Kirchen haben, desto besser und friedensstiftend die Orthodoxie wird. Dankeschön. Zwei Wortmeldungen aus dem Publikum. Ja, also ich bitte darum, da wir etwas später angefangen haben, aus technischen Gründen, dass wir auch ein bisschen überziehen dürfen, über 8 Uhr hinaus. Sie kommen gleich dran. Ich würde jetzt gerne einmal noch an Professor Moger auch die Frage richten, mit Blick auf die Synodalität, über die er gesprochen hat. Wie du einschätzt, die Frage, inwieweit die synodale Struktur, Verfasstheit der orthodoxen Kirche mit all den Regelungen und der Diversität an Regelungen, die es gibt zwischen den einzelnen Kirchen, friedensfördernd, friedensdienlich ist oder das Gegenteil? Ich war vor, glaube ich, 2 Wochen in Salzburg und das war ähnlich dieselbe Frage und ich habe da schon da plädiert. Homöopathie, das heißt, dass die Krankheit soll durch das Gleiche
geheilt werden, das homöopathische Prinzip, jetzt mache ich keine medizinische, ja, sondern für, rein für die kirchliche. Ich glaube, eine synodale Kirche kann durch die Synodalität noch besser werden. Es gibt natürlich im interkonfessionellen Miteinander seit Ravenna, seit dem Dokument von Ravenna 2006 zwischen orthodox und römisch-katholischer Kirche, diese Zauberform, die Orthodoxen sollten mehr Primat entdecken, die Orthodoxen mehr die Katholiken mehr Synodalität. Das stimmt schon jetzt in diesem Zusammenhang, aber für die innerorthodoxen Probleme ist Synodalität die Lösung, also eine echte noch mehr Synodalität. Und noch mehr Synodalität führt dann, wenn sie pastoral verantwortet wird, auch zu Führungspositionen, das auch in der Frage des Primates führt es zu Funktionen. Der Oberhaupt in einer orthodoxen Kirche, er ist Primus inter pares, das heißt der Patriarch in Belgrad, der Patriarch in Rumänien, aber er hat auch viele Vorrechte. Das heißt, er ist nicht einfach nur jemand, der da das Papier von A bis B bewegt, sondern er ist als Patriarch, als Kirchenoberhaupt jemand, der hier die Synode leitet, und als Leiter der Synode hat er bestimmte Vorrechte. Und nur so kann auch Synodalität funktionieren. Und deshalb müssen wir Synodalität auch im panorthodoxen Miteinander noch mehr ausleben, und dann entstehen da auch Funktionsweisen, die dann auch friedensfördernd sind. Warum es nicht klappt, ja, das ist die große Frage, warum es nicht klappt. Ich glaube, es klappt aufgrund eben nicht theologischer und nicht kirchlicher Faktoren, also menschliche Faktoren, Schwachheit, Neid oder was auch immer, politische Faktoren. Wir haben bis jetzt noch nicht über Macht gesprochen, auch über den Einfluss der Politik und so weiter. Das spielt auch eine Rolle, das darf man nicht verschweigen. Das heißt, alle diese nicht kirchlichen, nicht theologischen Faktoren spielen oft eine Rolle in der Verhinderung einer echten, lebendigen Synodalität, die eigentlich theologisch gesehen vorgesehen ist. Sie ist auch möglich. Es gibt eben Glücksmomente oder Volksstories, wo man sagt, das kann funktionieren, also es muss einfach nur ausgelebt werden. Also es hängt, ich glaube, auch viel vom guten Willen, auch von politischen Kontexten ab, und dieses sehr komplexe Gebilde muss man auch differenziert betrachten. Dankeschön. Frau Dr. Pavlovic, Sie haben ja explizit in Ihrem Beitrag das Verhältnis von Medien, Religion und Frieden, also die Frage nach der Friedensdienlichkeit, schon sehr pointiert angesprochen. Insofern frage ich da an der jetzigen Stelle nicht noch einmal nach, sondern weil mit Vehemenz auch hier im Raum schon die Arme nach oben gegangen sind, würde ich jetzt erstmal zwei Fragen aus dem Publikum zulassen. Zunächst hier vorne in der zweiten Reihe und dann Sie. Bitte warten Sie, bis das Mikrofon kommt. Und bitte sagen Sie auch, an wen Sie Ihre Frage stellen wollen. Ja, Professor Alexopoulos aus der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule. Ich hätte eine kurze Bemerkung und zwei Fragen. Zuerst an Vater Moga und dann Bischof Andrei. Vater Moga hat sehr schön diese vier Aspekte skizziert. Es ist völlig respektabel im Rahmen der Zeit, konnte er nicht diese vier Aspekte gründlich analysieren. Am Ende jetzt bei der Diskussion hat den politischen Aspekt mit Recht unterstrichen. Und ich wollte fragen, neben diesen vier Aspekten, gibt es auch einen soziopolitischen Aspekt in der Kirche? Der Name Kirche kommt vom griechischen Ekklesia, und Ekklesia kommt von den Attischen Demokratie, Ekklesia des Demos, das heißt, bedeutet die Versammlung. Und im sechsten Kanon des ersten Ökumenischen Konzils haben wir ein rein demokratisches Prinzip bei der Wahl der Bischöfe, soll die Stimme der Mehrheit sein. Also die Kirche ist eigentlich eng von ihren Anfängen mit dem politischen System und würde sagen, wurde auch von der attischen antiken Demokratie auch beeinflusst. Und das lässt sich zeigen auch, dass die synodale Struktur an die politische Struktur des Kaiserreiches angepasst hat. Das hat zum ersten Mal der berühmte römisch-katholische Theologe Francis Dvornik in seinem Buch Primat, Byzanz und der römische Primat
1965. Er hat genau gesagt, dass die synodale Struktur hat sich genau an die politische Struktur des Kaiserreiches angepasst. So, gibt es auch einen politischen Aspekt? Das ist meine Frage. Und bei den, zum Bischof André, er hat mit Recht unterstrichen, wenn man qualitativ spricht über die Synodalität, eigentlich sollte man von Jerusalem anfangen und nicht natürlich von Rom oder aus Konstantinopel und so. Das sagt auch Photius in seiner Widerlegung des römischen Primats, eigentlich, wenn man von qualitativen Kriterien spricht, in Jerusalem ist das Zentrum des Christentums, dort ist gestorben unser Erlöser. Dann hat er mit Recht auch unterstrichen, warum die serbische Kirche wurde nicht informiert. Das zeigt natürlich, dass in der Orthodoxie irgendwie die Synodalität nicht ganz in Ordnung funktioniert. Und jetzt ist die Frage, ich kann ihm auch erklären, warum diese Wahl getroffen wurde, also nicht Kirche von nordmazedonische Kirche, sondern Erzbistum von Ohrid, weil genau die griechische Regierung, und das ist die Einmischung der Politik, wollte nicht, dass die unabhängige neue autokephale Kirche nicht mit dem Namen Nordmazedonien auftritt. Das ist auch die Einmischung der Politik in der kirchlichen Angelegenheiten. Und jetzt wollte ich den Bischof André fragen, wie wird jetzt mit dieser Lösung, die das Ökumenische Patriarchat, dass das Recht hat, natürlich die Autokephalie zu erteilen, wie wird die serbische Kirche in dieser heiklen Sache umgehen? Dankeschön. Wir nehmen die zweite Frage noch mit hinzu und müssen dann, glaube ich, auch schon die Runde beschließen mit Blick auf die vorgerückte Zeit. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eminenzen, Pfarrer und Präsident von Pro Oriente, meine Frage ist, egal wie mir die Antwort gibt, ich komme aus Nahost, aus der Türkei, und die Christen sind ausgerottet in Nahost. Ich frage, wenn die Geschichte jemand verfolgt und weiß, warum die Christen sind alle von dort weg. Wenn ich 1915 anfange, ein Drittel von der gesamten Bevölkerung waren Armenier, Bonto, Griechen, assyrische Christen. Heute 0,1%. Bis 80er Jahre, wir waren eine Gebietur Abdin, waren ca. 360.000. Ich komme genau von dort. Manche Kloster sind gebaut seit 1600 Jahren dort. Und ich frage mich, mit welcher Unterstützung die Christen sind ausgerottet? Westen soll die Namen nennen, auf die Narbe drücken, mit Unterstützung der Deutschen, Todesmarsch. Das waren Christen. Die Deutschen sind auch Christen. Nur, dass man bis zur Wirtschaft auf das Geld kommt, das weiß man alles. Wir kommen ein Stück weiter, ich werde nicht die Länge ziehen, weil werden mich alle dann schimpfen. Wir kommen in den Irak. Die Demokratie, Westen, NATO bringt mit Korb nach Irak. Gibt es Atomwaffen? Bis heute gibt es Atomwaffen in Irak? Nein, ich bin kein Iraker. Die Christen können dort fast 3,8 Millionen Menschen gutes Leben haben. Politisch nicht viel, aber Rest waren okay. Jetzt nicht einmal 300.000. Stück weiter Syrien. Entschuldigung, ich weiß, und wir Pro Oriente arbeitet auch an diesen Themen sehr intensiv. Ich bin froh, dass er die Einzige ist, dass er was tun. Aber heute Abend reden wir über Südosteuropa. Ich muss Sie bitten, wenn Sie zu dem Thema eine Frage haben, die jetzt zu stellen. Ich sage, wenn es Südosteuropa, dann frage mich, NATO hat das so weit provoziert in Russland. Ich bin kein Verteidiger von den Russen. Dass das so weit bis hier und nicht weiter. Der ganze Krieg war nicht notwendig. Danke. Dankeschön. Die erste und zweite Frage von kann ich kurz von Ihnen waren an Johann Moga und dann an Bischof André gerichtet. Da kann ich kurz antworten auf die erste Frage von Professor Alexopoulos. Vielen Dank. Es gibt eine reiche Diskussion, so viel ich weiß, in den 50er, 60er Jahren, vor allem in der griechischsprachigen Theologie, vor allem Kirchenrechtler, wie stark, wie demokratisch eigentlich die synodale Struktur der orthodoxen Kirche ist. Das heißt, wie stehen diese zwei Systeme zueinander, Demokratie und Synodalität?
glaube, die einhellige Meinung ist, dass es sind demokratieähnliche Vorgänge und Strukturen, aber sie nicht gleichzusetzen sind. Das ist klar. Also wir haben mit das Problem, also Vertretungsprinzip, ein Bischof natürlich vertritt seine Diözese, aber aus einer ganz anderen Perspektive als ein Parlamentarier wird da nicht demokratisch gewählt, obwohl da die Synode auch im Namen des Kirchenvolkes spricht. Also da muss man von demokratieähnlichen Prinzipien sprechen. Andererseits ist das Bischofsamt so nicht zeitlich begrenzt auf 4, 5 Jahre. Und es gibt viele andere Fragen, wo man das abhaken kann, wo man sagen kann, es ist in der Synodalität, es gibt demokratieähnliche Momente, aber weil eben der Ursprung der Synodalität nicht ein rein politischer ist, sondern schon in Apostelgeschichte 15 wir eben dieses Pneumatologische haben, sehen wir, dass außer dieses Konsensuale, das Dialogische, ja, dass Demokratie ist, wir auch das vertikale Moment haben. Also ja, wir handeln in der Verantwortung eine Berufung, eines Auftrags, und das sind Elemente, die so in der Demokratie nicht vorhanden sind. Aber sicher ist es ein sehr spannendes, vor allem auch interdisziplinäres Forschungsfeld. Wo gibt es hier Elemente? Vielleicht kann auch der Bischof etwas dazu sagen. Ja, auch kurz, bevor ich zur Frage der Autokephalie Erklärung zu Mazedonien eingehe, möchte ich kurz sagen, dass Orthodoxie in Südosteuropa auch heißt, dass die Orthodoxie in ökumenischen Arbeitsgruppen bzw. Räten eingebunden ist, wo die Orientalen oder die Christen aus dem Nahen Osten eine sehr große Rolle spielen. Wenn wir den Titel, den Herr Buseck gegeben hat, Orthodoxie in Südosteuropa betrachten, meinte er damit alle Orthodoxe, die in Südosteuropa sind, nicht nur die Mutterländer, sondern auch die aus dem Nahen Osten hergezogenen Christen der orientalischen Kirche. Und ich muss sagen, die Rücksicht gegenüber den Mitgliedern aus der syrischen, ostsyrischen, koptischen, armenischen Kirche und den anderen orientalischen Kirchen ist sehr groß, und besonders seine Eminenz, der Kardinal Schönborn, der ist unser Beschützer von uns allen hier. Er ist Beschützer auch der Orthodoxie. Ich habe das nochmal hervorgehoben, als ich Bischof wurde. Das ist die Mehrheitskirche hier, die römisch-katholische Kirche, das Erzbistum Wien. Und wir alle Christen sind mit unseren Gedanken auch bei den immer sich mehr lichtenden Orten im Nahen Osten, wo es kaum noch Christen gibt. Das ist unser Thema, das ist ein alltägliches Leben, das ist ein leidendes Thema. Ich glaube, der Kardinal hat auch sehr oft gesagt, dass wir leiden mit dieser ganzen Entwicklung dort, und es ist eine Prioritätsfrage. Was die Autokephalie-Erklärung angeht, bin ich der Meinung, Herr Professor Alexopoulos, da ist keine Frage, dass wir alle Orthodoxe auf das ökumenische Patriarchat in Konstantinopel schauen, die letztendlich diesen Turmus übergeben wird. Die Frage ist nur, wo die Orthodoxen sich nicht einig gewesen sind, ist das ein Turmus, der exklusiv vom ökumenischen Patriarchen übergeben wird an die Ukraine oder an jede beliebige Kirche, die Autokephal werden soll, oder wird die mit unterschrieben, mitgetragen von allen anderen autokephalen Kirchen? Und das ist im Augenblick die große Frage, und ich habe die leise Hoffnung, dass sich in der nächsten Zeit in dieser Richtung zwischen Orthodoxen was tun wird, um diese Frage, kann der ökumenische Patriarchat ganz alleine diese Entscheidung treffen oder trifft er sie kollegial bzw. kollektiv mit den anderen Oberhäupten der orthodoxen Kirche. Zum Schluss möchte ich Sie kurz alle einladen, Herr Mussinghoff, und sehr geehrte Leitung von dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, wenn Sie Lust haben, dass wir eine Folgesitzung machen, möchte ich Sie alle gerne im Herbst einladen oder im Winter, dass wir in meinem Bischofssitz hier in der Veitgasse, in meinem großen Saal, dass wir weitermachen an diesem Projekt hier, das Herr Buseck ausgeschrieben hat, weil wir haben hier gesehen, da ist so viel Gesprächspotenzial und so viele interessante Themen. Ich möchte Ihnen anbieten, heute haben wir uns zum ersten Mal getroffen auf Initiative von Dr. Buseck, und wenn Sie Lust haben, würde ich Sie ganz alle, auch hier die online Eingeschalteten, ganz herzlich einladen, dass wir eine Folge
ein Folgetreffen machen, sehr gerne auch in meinem Bischofssitz. Ich möchte auch hier sagen, dass das toll geklappt hat mit dieser Online-Übertragung. Herr Napliotis, wenn Sie hier gewesen wären, Sie hätten vielleicht sogar gestört. So gut hat das hier geklappt mit Ihrer PowerPoint-Präsentation. Und ich auch Frau Pavlovic, das ist so wundervoll geschehen. Und das zeigt, dass wir keine Hindernisse haben und uns keine Grenzen gesetzt sind für dieses schöne Thema, vielfältiges Gefüge Orthodoxie in Südosteuropa weiter zu reflektieren. Also herzlich eingeladen, wenn Sie Lust haben, an einer Folgetreffen stehe ich mit allem Drum und Dran zur Verfügung. Herzlichen Dank, Exzellenz, lieber Bischof André, für diese Einladung. Ich denke, Herr Krauchenberg, Herr Rektor, wir werden und Herr Präsident, wir werden gemeinsam überlegen, vielleicht dann auch nochmal in der gemeinsamen Runde, mit der wir auch diesen Abend vorbereitet haben, wie man das anlegen kann. Das Interesse, glaube ich, ist weiterhin da am Thema Orthodoxie in diesem Raum Südosteuropa und darüber hinaus. Und am heutigen Abend konnten wir natürlich nicht alle Fragen umfassend klären. Wir haben verschiedene sozusagen Wege genommen, um uns an das Thema anzunähern. Wir haben sehr fundierte, sehr klärende Einblicke aus verschiedenen Perspektiven bekommen. Mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, wir machen jetzt keine Schlussrunde mehr, sondern ich darf enden mit einem ganz herzlichen Dank an Sie alle vier, die Sie diese Diskussion bereichert haben. Und heute schon darf ich ein kleines Dankeschön an Sie, lieber Herr Bischof, überreichen und auch an dich, lieber Professor Moger. Und wir werden das auch nach Nürnberg und nach München postalisch noch übersenden. Virtuell geht das so schlecht. Und Ihnen allen möchte ich danken fürs Kommen, denjenigen, die online dabei waren, für das Interesse auf diesem Weg. Wir werden das Gespräch ganz sicher fortsetzen müssen, weil es auch ein eben in der Nachbarschaft Österreichs und auch für das Zusammenleben hier im Land relevantes Thema ist, über das wir gesprochen haben. Und somit sage ich auf Wiedersehen. Zeit und Ort geben wir dann noch rechtzeitig bekannt. Und vielen Dank Ihnen allen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank auch nach Nürnberg und nach München. Und auf ein nächstes Mal.